Beste Frage. Was ist mit dem Gerücht, je mehr gebrochene Routen, umso eher kriegt man die Don Trophy? Das stimmt natürlich. Das stimmt, ne? Habe ich auch so gehört, ja. Das ist gut, ja. Und damit herzlich willkommen zum großen Q&A. In dem Video siehst du die Zusammenfassung aus dem letzten Q&A mit Russian Fishing 4. Das heißt, wir haben eure Fragen an das Team von Russian Fishing 4 gestellt und wir haben Antworten bekommen und diese Antworten findest du jetzt im Video. Ein komplexes oder das komplette Video findest du natürlich auch auf dem Twitch-Kanal oder auf dem Kanal vom Underwater Frank. Wir haben zusammen quasi im Livestream gekoppelt die Fragen oder eure Fragen eben gestellt. Wenn du noch weitere Fragen hast oder wenn du Fragen hast, die vielleicht nicht richtig beantwortet sind, stell die Fragen doch einfach erneut. Unterm Video findest du einen Link zum Discord. Da draufklicken, log dich ein im Feierabend-Discord und da gibt es dann die Rubrik Fragen an RF4. Und da dann einfach deine Fragen reinstellen. Ganz, ganz viele Fragen sind auch schon eigentlich bekannt. Da gibt es dann ganz schnell auch Antworten dazu. Ansonsten, wenn du Empfehlungen vielleicht hast oder wenn du Ideen hast, diese im Idealfall ins Forum von RF4 reinschreiben, damit das dann auch nicht verloren geht. Und wenn das Ganze geholfen hat, lass doch ein Abo da für den Kanal und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Hier fragt gerade der Leo, er fragt jetzt nochmal, hat die Hakenfarbe einen Einfluss auf die Fische, beziehungsweise haben sie einen Scheuchfaktor, die Farbe? Die Farbe nicht direkt, also es gibt Karpfenhaken, die eingeführt wurden, die halt weniger Reflexion haben, das steht zumindest in der Beschreibung. Ob die wirklich einen Einfluss auf die Bissfrequenz haben, sei mal dahingestellt. Also wo man sich dann orientieren sollte, ist auf jeden Fall das Leadcore und auch die Farbe der Bleie. Und das war es überwiegend. Dann halt am Leader ein bisschen orientieren, was für Material man nutzt, ne? Fluorocarbon oder halt. Ja, wie gesagt, wir hatten ja gerade schon drüber die alte Festung geredet. Die alte Festung wird erstmal nicht umgebaut. Ne? Also da ist nichts geplant. Das wird erstmal nicht passieren, Shadow. Soweit Joey jetzt gesagt hatte. Nee. Weil er wünscht sich halt einen weiteren Eingang. Also, dass man hinten vielleicht noch rausgehen kann. Ach so, ja, so praktischere Überarbeitung, das kann durchaus sein. Aber jetzt, dass das Gewässer komplett visuell überarbeitet wird, glaube ich aktuell nicht. Da ist eher der Fokus auf Olchionsuche. Hier, der Serbe fragt gerade noch, kommen neue Angelrollen? Ist das irgendwie noch geplant? Klar. Stationär oder Multi alles. Oder Convention? Okay. Alles. Dann immer so ein bisschen passend zum Update, ne? Also je nachdem, worum es im Update geht, wird es dann noch dementsprechend neues Equipment geben. Die Frage nach einer Art Kanu wird auch immer wieder gestellt. Also die ist auch häufig da. Ja, wäre cool. Mal gucken. Okay. Hier ist jetzt gerade nochmal eine Frage. Wird es bei den Turnieren eine Einstellmöglichkeit in Zukunft geben, dass man 3 Gewinner ziehen kann? Du meinst also, jetzt in den Ingame-Turnier? Ja, also die Top 3. Genau, die Ingame-Turnier. Dass da eine Top 3 irgendwie, dass das Silber auf die ersten 3 Plätze aufgeteilt wird. Hm. Können wir vielleicht mal ansprechen, aber momentan stehen da keine großartigen Erweiterungen an mit dem Turniersystem im Spiel. Also Feedback ist auf jeden Fall gerne gesehen. Wenn ihr da noch ein paar Wünsche und Vorschläge habt, nochmal reinhauen. Ins Forum, ne? Und dann können wir das ein bisschen diskutieren mit unseren Kollegen und dann sehen wir weiter. Hattet ihr doch was geschrieben, ne? Mit diesem Futter, mit diesem Kochstelle oder was war das? Also diese ganze Peripherie rund um den eigenen Angelplatz, was weiß ich, Stuhl, Schirm, Kochzeug, was auch immer. Das soll auf jeden Fall noch ausgebaut werden, weil das schafft ja auch so ein bisschen diese, ja, einerseits diese Gemütlichkeit, aber andererseits auch kann man den Angelplatz so ein bisschen mehr individualisieren. Ne? Gerade wenn man auch lange da ist oder so, dass dann auch die Werte nicht so schnell runtergehen. Also da kommen auf jeden Fall Dinge. Das steht alles auf der Prioritätenliste nicht ganz so hoch wie Gewässer-Content, weil das ist natürlich im Allgemeinen das, was die Spieler auch am dringendsten haben wollen. Ne? Einfach auch neue Herausforderungen, andere Gewässer und so. Aber diese Dinge sind alle fest eingeplant, definitiv.
VR-Modus für RF4, das wär's doch, oder? Das wäre cool, ne? Ja, vor allem auch, weil man sich in RF4 nicht so wahnsinnig viel bewegt. Also du bewegst die Kamera nicht so oft hin und her. Das heißt, diese Motion Sickness wäre nicht so ein Riesenthema. Ja, und dann könnte VR tatsächlich richtig, richtig cool sein. Muss man mal gucken, ne? Realistisch betrachtet ist es dennoch sehr, sehr performance-heavy. Das muss man dazu bedenken, ne? Und was, ich sag mal, wir sind hier in einem Genre, wo es halt doch auch viele Leute gibt, die jetzt halt keine High-End-Geräte haben. Ne? Und die VR-Option, wenn es mal eine geben sollte, benötigt wirklich viele Ressourcen. Ja. Aber es ist ein guter Punkt, weil sich R4 dafür wirklich anbieten würde. Also es wäre sicherlich eins der Spiele, wo das mehr Sinn machen würde, auf jeden Fall. Ich hätte auch noch eine persönliche Frage. Gamepad-Steuerung, ist das geplant irgendwann? Mhm. Ja, schon. Also ich glaube auch, dass wir da schon eine gute Basis eigentlich haben. Ich weiß auch, ich muss mal nochmal mit dem Chefentwickler sprechen, warum das im Moment noch nicht zur Verfügung steht. Jetzt kam nochmal eine Frage, ob noch ein neues Störgewässer geplant ist, also wo vermehrt nochmal auch andere Störe drin sind, sage ich jetzt mal. Also ich würde sagen, nicht in naher Zukunft. Dann gibt es auch immer die Frage nach nach einer Minimap beim Schleppen. Und allgemein, ich glaube, die Frage war ja auch schon mehrfach gestellt, wenn man denn beim Schleppen ist, warum man denn in den Trolling-Gang nicht wieder rein kann, gerade wenn man halt eine Route, also man kann ja raus, aber halt nicht wieder rein. Ja, das ist bei uns auch ein heißes Diskussionsthema. Möchte ich noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil es tatsächlich alles noch nicht so richtig entschieden ist. Aber die Minimap ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Also das ist quasi mit euch beziehungsweise mit den Entwicklern schon in Diskussion. Ja, alle untereinander, da hat jeder eine andere Meinung zu. Okay. Das ist alles nicht so einfach. Schwieriges Thema. Weil das Ding ist halt, das Schleppen ist halt ziemlich mächtig. Jetzt rein Spielbalancing-mäßig betrachtet, ist es halt im Vergleich zum normalen Spinfischen schon eine mächtige Waffe, sage ich mal. Ja. Und vor allem, wenn man mit drei Routen gleichzeitig angelt. Und es soll auch so ein bisschen vermieden werden, dass da zu stark Abuse betrieben werden kann. Aber ich gehöre ehrlich gesagt auch eher zu dem Lager, die sagen, ja, also eine Hand, um kurz den Gang wieder reinzuhämmern, hat man ja eigentlich frei. Ja. Ich sehe es wiederum ein bisschen anders, weil sagen wir mal, dann möchtest du das in Kombination mit Ankern halt zum Beispiel auch machen. Und wenn, sagen wir mal ehrlich, wenn du gerade im Drill bist mit der dritten Route, dann kannst du nicht noch eben einen Anker rausziehen und wieder einen Gang reinmachen. Also wirkt ein bisschen unauthentisch. Letztens, glaube ich, bei Basti hatte ich die Frage auch noch gesehen gehabt im Stream. Da wurde gefragt wegen dem dritten Routenhalter beim Schleppfischen. Ich würde dabei nicht mal von ausgehen, weil wenn du noch einen dritten Routenhalter hast, dann kannst du ja vier Routen beim Schleppfischen nehmen. Und Schleppfischen ist so im Verhältnis zum Single-Spin-Fischen schon ziemlich stark gegenüber. Jetzt war nochmal die Frage, ist irgendwas geplant gegen das Rückwärtslaufen? Weil es gibt ja, wir wollen jetzt ja keine Namen nennen. Es gibt ja bei anderen Spielen zum Beispiel, die haben dann eine Maßnahme dagegen ergriffen, dass man halt, wenn man zurücksprintet oder dass dann der Fisch halt automatisch ausschlitzt. Ist sowas halt auch bei RF4 geplant? Also die Ausschlitzwahrscheinlichkeit ist ja deutlich höher, wenn man das macht. Also was wir eigentlich nicht wollen, ist dem Spieler vorschreiben, wie er zu angeln hat. Wenn jemand sagt, das ist meine Technik und mit der fahre ich gut, dann soll man das auch machen können. Und wie gesagt, bei manchen Stören, also bei Stören ist ja das Problem, die dürfen auf gar keinen Fall in den Lauf kommen. Ne? Wenn die den Kopf von dir abwenden und in Bewegung kommen, dann verliert man immer gleich wieder etliche Meter auf den Fisch. Und da kann es tatsächlich durchaus Sinn machen zu sagen, okay, ich prügel jetzt ohne Rücksicht auf Verluste durch, einfach weil die Drillzeit so verkürzt wird, dass ich am Ende trotzdem weniger Verschleiß habe. Weil ja auch einfach die Schnurkapazitäten das hergeben. Das ist natürlich kein ökonomisches Angeln. Das ist was für Leute, die sagen, Verschleiß ist mir Latte, mögliche Ausschlitzer sind mir auch Latte, ich will den Fisch in möglichst kurzer Zeit rauskriegen. Und wenn man das so möchte, dann soll man auch die Möglichkeit dazu haben. Nur die dringende Warnung, ökonomisch ist das nicht und sicher ist das erst recht nicht. Also die Chance, den Fisch zu verlieren, die ist deutlich, deutlich höher. Was würdet ihr noch sagen, wenn man jetzt mit Shift einkurbelt? Ist da die
Ausschütze Wahrscheinlichkeit auch höher. Ja, da kann Tobi vielleicht noch ein paar Sachen. Es kommt aber speziell, glaube ich, mal ein bisschen mehr auf die Rolle an. Hier haben wir ein gutes Beispiel mit dir und Feierabend fischt ihr mit Tagaras und du mit Nervenga. Die Tagara ist deutlich schneller beim Durchkurbeln. Das kann gerade dann bei 5, 6, 3 Kilo Fischen, gerade bei den kleineren Fischen, die pulst du dann recht zügig durch und dann pups, dann schlitzen die auch gerne mal eben aus. Das heißt, mit einer langsameren Rolle halt etwas weniger. Wie, unabhängig, wie ob du jetzt mit Schiffs arbeitest oder nicht. Ne? Die Einholgeschwindigkeit, die Venga wird ja langsamer bei Druck zum Beispiel. Das ist bei der Tagara nicht so der Fall. Die ist trotzdem noch relativ zügig. Also ein bisschen auf die Übersetzung achten und dann, wie schnell ist die Rolle unter Druck? Und wenn bei großen Fischen, wenn die richtig viel Druck produzieren, dann würde ich da einfach nicht gegenkurbeln. Das macht halt keinen Sinn, weil sonst erhöhst du einfach deine Ausschlitzchance. Das ist ja zum Beispiel auch die Karpfenrollen, ne? Wie die Megara jetzt zum Beispiel oder die Overlord, die kurbeln ja auch langsamer. Ne? Genau. Die kurbeln ja auch nicht wie die Tagara. Und das mit der Tagara, mit dem Ausstützen, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Ne? Absolut. Weil die halt schneller durchkurbelt. Also ich würde Shift tatsächlich bei wichtigen Drills würde ich es vermeiden. Also wenn jemand das Gefühl hat, da ist was Gutes dran, würde ich Shift eigentlich komplett weglassen. Weil es ist, ob der Drill jetzt, weiß nicht, 20 Minuten dauert oder 18 Minuten, das ist letztendlich egal. Aber die Chance ist einfach so viel höher, dass ihr den Fisch verliert. Ausnahmen ist hier das Spinfischen, ganz klar. Gerade wenn wir Forellen angeln oder Lachse, da musst du einfach viel mit Shift arbeiten, weil sonst verlierst du die Spannung. Gerade mit kleinerem Geschirr hast du so viele Spannungssprünge drin, da musst du einfach mit Shift gegenarbeiten. Aber du produzierst auch ein bisschen weniger Druck als jetzt beim Karpfen, der da einfach mit seinem Gewicht konstant gegenstemmt. Hier ist gerade die Frage, oder der jemand macht den Punkt, dass PVA die Grundvoraussetzung für gute Fänge sind. Das stimmt definitiv nicht. Da sind wir auch im letzten Q&A am Wochenende noch mal ein bisschen genauer drauf eingegangen. Also gerade diese Mischung aus der Futterrakete und dann dem Nachfüttern zum Beispiel von Boilies mit dem Katapult oder sowas oder mit diesem Wurfrohr, das ist sehr effizient. Also wenn man das richtig einsetzt, ist das unter Umständen sogar effizienter als PVA. PVA ist keinesfalls die Grundvoraussetzung. Es ist einfach nur unendlich praktisch, weil das Futter immer garantiert am Hakenköder landet. Aber wenn man ein bisschen Übung hat mit den anderen Tools, dann kriegt man das Futter da auch gezielt hin und dann kann das auch effizienter sein. Ja, PVA hat auch nicht wirklich eine höhere Wertung als eine Trockenmischung. Genau. Das sind die gleichen Komponenten. Gerade bei stehenden Gewässern würde ich mit Trockenmischung arbeiten, ehrlich gesagt. Wenn du einen Spotbereich quasi beangelst, bring deine Rakete raus und dann kannst du in den Abend-Nachtstunden meinetwegen noch mit dem Boilie-Rohr hinterher feuern oder halt einen Stringer, wenn du schon die Möglichkeit quasi hast, einen Stringer zu benutzen. PVAs sind halt super hilfreich in Strömungsgewässern, wo sich dann halt auch mal die Routen ein bisschen verschieben durch die Strömung eben. Und der PVA-Sack ist dann halt am direkten Platz, wo auch die Route platziert ist. Aber gerade an stehenden Gewässern ist Trockenmischung absolut ausreichend. Ja, und gleichwertig. Ne? Das ist ganz wichtig, das zu sagen. Also es gibt keinen Unterschied in der Lockwirkung. Bodenunterschied besteht ist zwischen den Futterbällen unter Trockenmischung. Also du hast halt weniger Komponenten oder andere Komponenten zur Auswahl als jetzt bei der Trockenmischung. Beispielsweise kann an der alten Festung kann so ein Futterball auch besser sein als eine Trockenmischung. Du kannst zum Beispiel auch ein Ei reinmixen, was in der Trockenmischung wiederum nicht geht und das kann gut sein. Ne? Kommt immer auf die Fischart drauf an. Und die zweite Frage ist hier mit den größeren Haken auf Rotauge. Das Spiel ist halt, also es ist jetzt halt nicht... sag ich mal, wie andere Spiele, die jetzt halt sagen, kleine Haken, kleine Fische, große Haken, große Fische und so weiter. So ist Elf hier halt nicht aufgebaut. Und ja, kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen, Tobi oder Joey? Ja, du hast halt, also in Elf hier haben wir immer eine Toleranzgröße quasi mit drin. Bei manchen Fischen merkt man es mehr als bei anderen. Gerade bei diesen sehr kleinen Fischen wie Laube, Grundel und, na, Grundel nicht unbedingt, war das falsche Fischlein, aber Lauben, Gründlinge, so eine Sachen fischt man eigentlich so, ich würde sagen, ab maximal bis 16er Hakengröße, eher 18, 20er. Und dann gibt es halt Fische wie Rotaugen, Giebel, Karauschen, Barsch, die beißen auch noch auf großen Haken. Wenn wir da jetzt eine feste Hakengröße einbauen würden,
hast du eben sogar noch mehr Fehlbisse und Ausschlitze als vorher. Und dann kann der Haken zu groß oder zu klein sein. Ich glaube, wir hatten es ein einziges Mal gemacht vor 4 Jahren, wo Bärensee damals rausgekommen ist. Wurde für eine Woche ungefähr, wurde es eingeführt mit einer speziellen Hakengröße und dann wurde es wieder rausgenommen. Eben aus diesem Grund. Es war einfach zu komplex dann. Weil wenn du da nicht genau die Hakengröße triffst, dann schlitzt der Fisch aus. Außerdem wollen wir auch um jeden Preis in R4 dieses Spreadsheet-Angeln vermeiden. Ne? Also dieses, ich habe hier eine Excel-Liste und wenn ich alle Punkte erfülle, dann ist mir ein bestimmter Fisch garantiert. Hey. Das ist halt das, wo wir finden, das nimmt Spielen die Magie, ne? Wenn das so funktioniert. Und das soll eben um jeden Preis vermieden werden. Und deshalb gibt es da, wie Tobi sagt, immer diese Toleranzbereiche. Jetzt fragt sich gerade noch einer, ob man mit Boilies überfüttern kann. Wenn man Boilies reinschmeißt, ist ja auch Fütter. Ist ja auch auf jeden Fall. Mit Boilies muss man sogar besonders vorsichtig sein. Also ich würde immer so, weiß ich nicht, alle 12 Stunden 10 Stück Maximum. Dann ist das schon gut angefüttert und alles darüber ist Risiko. Zu den Boilies und den Boilie-Rohren, da braucht man für jede Boilie-Größe ein passendes Rohr. Ist das so? Nee, aber die Menge der Boilies unterscheidet sich. Also es gibt Rohre, da passen 5 rein und es gibt welche, da werden automatisch 10 oder 20 Stück geladen, glaube ich. Ne? Habe ich das richtig im Kopf? Nee. Das ist bei den Futterraketen der Fall. Also bei den Futterraketen hast du unterschiedliche Mengen quasi und bei den Boilie-Rohren hast du immer eine Range von Millimeter, also von bis. Also du kannst dann zum Beispiel bei den einen kannst du eher 12 bis 16 Millimeter, die andere sind dann eher für 20, 22 Millimeter. Da würde ich mir anschauen, was möchte ich füttern. Ich würde zum Anfüttern nicht die größten Boilies nehmen, ehrlich gesagt, sondern eher die kleinen und mittleren. Erstens ist es etwas günstiger in der Anschaffung und man hat ein bisschen mehr davon, ähnlich auch wie beim Crushen der Boilies beispielsweise. Und man überfüttert nicht ganz so schnell. Aber so wie Joe schon sagte, mit den Boilies sehr, sehr vorsichtig sein, auch mit den Stringern. Wenn man da schon vorher PVA oder Trockenmischung drin hat, kann das sehr, sehr schnell vorkommen, dass man dann überfüttern kann. Jetzt war noch eine Frage von dem Henny Jimdrix. Wegen dem Ehrenfischer, ich sag mal, wenn man den Ehrenfischer hat, ne, also man hat jetzt den Trophy gefangen und ihr macht jetzt das Gewicht vom Trophy hoch, bleibt der Ehrenfischer ja trotzdem, oder? Ja, klar. Und wenn man das, und auch wenn man das noch nicht voll hat, kriegt man es, also wenn man den einmal irgendwann gefangen hat, ja, okay. Wenn der in der Liste ist, ist der in der Liste. Ja. Das einzige Problem kann sein, wenn man, wie war das nochmal, wenn man einen kleineren Fisch fängt, der vorher eine Trophäe gewesen wäre, der größer ist als der gefangene Fisch, aber dann keine Trophäe mehr ist, dann kann da irgendwie was, glaube ich. Genau, also wenn dir zum Beispiel, dir fehlt noch, sagen wir mal, ein Fisch, um den Ehrenfischer zu erhalten. Und währenddessen fängst du einen Fisch mit einer neuen Trophäengröße. Und sagen wir mal, das ist jetzt ein Seesaibling, der erhöht wurde, am Koori, was ja damals der Fall war. Und dein alter Seesaibling war 9 Kilo. Und jetzt fängst du einen 11 Kilo, der noch keine Trophäe ist. Dann verschwindet die Trophäe wieder aus dem Buch, bis du eine neue fängst. Hast du aber schon den Ehrenfischer, dann bleibt der auch erhalten. Dann war noch mal eine Frage, die kam jetzt auch schon mehrfach. Kann man irgendwann auch mit Pellets, also es gibt ja ein Boilie-Rohr, da haben halt einige gefragt, ob man das auch mal mit Pellets nutzen kann. Also die Stringer kannst du mit Pellets und Boilies benutzen. Bei den Rohren war es, glaube ich, ursprünglich mal so geplant, scheint aber nicht so gut zu funktionieren. Derzeit angelt man nur an bekannten Spots. Bekanntes Problem, ne? Ja, die berühmte selbst erfüllende Prophezeiung. Genau, was ja auch für ganz viele Sachen zustimmt. Genauso, da ist die Frage, passt da auch mit rein, warum fangen gefühlt in Russland und die Chinesen mehr oder mehr Trophies, wenn einfach mehr Leute quasi angeln? Mehr Leute sind, ja. Also, ganz einfache Antwort. Ja. Natürlich ist es so, dass gerade die russische Community, die ist schon, da kennen sich viele schon auch aus RF3-Zeiten, die angeln schon seit, was weiß ich, 10 Jahren zusammen. Die sind spitzenmäßig organisiert, ne? Die gehen da auch sehr planvoll ran an die Sache. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, das sagen wir ja auch immer. Ne? Der beste Weg zum Fisch in RF4 ist Community. Also wenn man sich mit anderen Leuten austauscht, ist man einfach erfolgreicher. Aber das ist im echten Leben ja auch so. Und wie du schon sagtest, Feierabend, das Problem ist natürlich, dass das Experimentieren, das ist zwar
super belohnend, wenn es funktioniert. Es kann aber auch super frustrierend sein, wenn es nicht funktioniert. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn ich einfach das mache, was eh gerade so ein bisschen die Meta-Strategie ist. Nur das wird dann halt sofort, führt dann halt dazu, dass man dann auch nichts anderes mehr sieht in den Rekordlisten. Ich würde einfach, wenn ihr die Muße habt und vielleicht auch mal einen besonderen Fisch fangen wollt, dann würde ich experimentieren und dann in anderen Phasen, wenn ihr sagt, so, ja, keine Ahnung, jetzt geht es eher um Silber gerade oder um XP oder so, dann ist ja auch keine Schande, einfach das zu machen, wo man gerade sieht, dass es funktioniert. Genau. Also mal ein paar Stunden Cash machen und dann mal ein bisschen experimentieren. Genau, genau. Ganz kurz, wenn man einen Fisch auf diese Weise fängt und oft sind auch die großen Fische, die stehen dann vielleicht auch nicht immer an dem Platz, wo die Masse ist, die Masse der Fische ist, das ist dann halt auch wirklich ein besonderes Erlebnis. Also jeder, der das schon mal hatte, jeder, der schon mal gesagt hat, so heute probiere ich mal was und das ist dann erfolgreich, das ist schon cool. So, eine Frage hätte ich noch, fragt gerade einer immer noch wegen den UL-Rekorden, weil einige halt wohl, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, ob das immer noch so ist, aber haben ja damals auch einige 26 Kilo jetzt mal übertrieben gesagt, Amur auf UL Stippe halt gezogen. Ja. Ne? Also der Exploit selber ist nicht mehr möglich. Also früher wurden ja zum Beispiel 30, 45 Kilo Schnüre auf den Stippen dann genutzt und dann so rausgezogen. Ähnlich wie die Beluga-Fischer das quasi auch machen mit den großen Ruten. Das ist nicht mehr möglich. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine 20, 30 Kilo Schnur auf die Stippe packst, da bricht dir die Rute weg. Ja, also das wurde behoben. Es werden immer noch große Fische gefangen. Es gibt Stellen, da ist es möglich. Und es ist immer sehr gefährlich. Also wenn du, sag ich mal, mit deiner Schnur wirklich am Rande des Blanks schon fischst, es dauert eine Weile, so einen Fisch rauszukriegen. Zum Beispiel Sura ist ein, wenn du jetzt zum Beispiel Silber-Marmor-Karpfen, kannst du ja hinten in diesen kleinen Flusseinlauf, wo dieses Wasserrad ist, hinten. An der Mühle, das ist sehr, sehr flach und da kannst du den Fisch auch sehr, sehr gut kiten mit einer Stippe, auch mit einer Ultraleitstippe. Du musst dich sehr, sehr viel links, rechts bewegen, bis er müde ist und dann kriegst du ihn raus. Auch einen 18, 20 Kilo Fisch mit einer Ultraleitstippe. Machst du aber einen einzigen Fehler, ist der Fisch weg. Und so funktioniert das auch an manch anderen Stellen. Geht natürlich nicht überall, aber ja. Natürlich, es gibt schönere Spiele als unseres. Da machen wir uns auch keine Illusionen. Aber die Physik funktioniert eben wirklich gut. Mhm. Und ich sag mal, solange die Gewässer akzeptabel sind grafisch, finden wir, dass es eher Sinn macht, das Spiel hier auszubauen, weil halt einfach schon so ein gutes Fundament da ist, als jetzt dann uns in ein neues Spiel zu stürzen, wo man dann ja aber wieder bei Null anfängt. Ne? Ja, ja. Und bis dann da so ein bisschen die Vielfalt da ist und so, das dauert ja auch alles. Also insofern, solange die Engine hier uns genügend Möglichkeiten gibt, würde ich persönlich gerne bei R4 bleiben, aber klar, irgendwann geht's weiter. Man kann ja auch schon mal den Schritt sehen von R3 auf R4, das ist ja schon ein großer Sprung. Ja, oder halt der alte Cori und der neue Cori. Ja, genau. Also das ist ja auch schon ein Riesenunterschied. Ja. Ne? Also. Unsere Programmierer haben auch viel gelernt, was so, ich sag mal, Level-Design betrifft und vor allem auch die sinnvolle Platzierung von Objekten. Also wer sich zum Beispiel noch an den alten Moskitosee erinnern kann, da waren einfach die Objekte teilweise total unökonomisch platziert. Ne? Viel zu viele auf zu engem Raum. Das nimmt man jetzt optisch gar nicht so wirklich wahr. Also die Map wird dadurch nicht schöner, aber die Performance geht runter. Und da sind die Jungs viel, viel besser geworden. Auch was im Allgemeinen, wenn man vergleicht, sind vor 5 Jahren damals auf den deutschen Markt rausgekommen. Ne? Und wenn man das jetzt mal, auch alte Gewässer, die noch nicht überarbeitet wurden, sehen ja im Verhältnis zu fünf Jahren doch schon etwas besser aus. Warum? Durch die ganze veränderte Beleuchtung etc. pp. Wir haben bessere Räder. Gerade gucken wir uns doch mal das neue Wasser auch an. Auch das Wasser wurde ja Stück für Stück immer weiter noch geupdatet. Ne? Unser erstes gutes Wasser hatten wir mit der Tunguska, dann kam die Yama, die Kuori. Mhm. Es wird immer verfeinert und verfeinert. Und das ist ja auch. Es gibt ja auch Engine-Updates, ne? Ihr nutzt ja, glaube ich, die Unity-Engine, ne? Genau. Und die Engine datet, also gibt ja auch neue Funktionen mit den Upgrades, sage ich jetzt mal, und so, ne? Also genau. Gibt's ja. Genau. Also ich sag mal, der größte Grund oder der interessanteste Grund, wirklich ein neues Spiel zu programmieren, wäre wirklich, wenn man sagt, okay, wir wollen auf eine andere Engine, was weiß ich,
Bei Unreal gibt es tolle Möglichkeiten. Unreal, genau. Ja, das sehe natürlich, da gibt es auch fantastische Möglichkeiten, Level zu designen. Das wäre natürlich schon cool. Das ist irgendwann eine Überlegung wert, aber. Wie gesagt, jetzt ist ja die Unreal Engine 5 ist ja jetzt gekommen. Genau. Nächstes Jahr sollen ja dann die ersten Spiele damit kommen und also die Videos, was ich da gesehen habe, das ist schon. Da brauchst du auch kein Raytracing mehr, ne? Da hast du dieses Zoom-Ding. Die machen das alles von selbst. Also die ganze Lichtstimmung und den ganzen Kram, da musst du nichts mehr mit Hand programmieren. Das ist alles automatisiert. Ja, gerade mit dem Real-Life-Updating, das ist halt wirklich Next Generation, gerade was Schatten und Beleuchtung betrifft. Absolut. Aber man darf auch nie vergessen, was Tobi eben sagte, ne? Für diese Dinge sind Hochleistungs-PCs notwendig und die hat halt einfach nicht jeder. Da können auch die Konsolen nicht mehr mithalten. Also jetzt das, was in der neuen Unreal Engine stattfindet, da, ich weiß nicht, ob die Scarlett und die PS5 das können. Ja, die haben ja schon die PS5 Pro jetzt angekündigt, ne? Also soll wohl auch irgendwann kommen. Ja, das geht immer weiter, die Entwicklung. Ne? Wenn man überlegt, wir haben ja selber auch jetzt bei unserem Spiel, ich glaube schon 5 oder 6 Mal unsere Mindestvoraussetzungen auch schon geupdatet. Ne? Eben durch Unity-Updates, durch Erweiterungen im Spiel selber, überwiegend optische Erweiterungen, weil wir wollen ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Der Vordergrund liegt natürlich immer im Gameplay und ich denke, da liegen auch immer noch unsere Stärken. Es gibt auf jeden Fall Spiele, die deutlich besser aussehen, von der Zeit her gesehen. Aber ich glaube auch, das Gameplay wird und immer das wichtigste Element bleiben. In jedem Spiel, seien wir mal ehrlich. Und vor allem die Physik einfach, ne? Das macht es halt einfach aus. Also es muss sich eben auch so anfühlen, als ob man da was auswirft. Es muss nicht schwabberlich sein, es muss sich vom Wurfgewicht, das muss sich genau halt so anfühlen. Und das tut es halt auch. Ich finde ja auch zum Beispiel, dass alleine durch den neuen Schärfefilter, den neuen Schärfeeffekt, den ihr mit reingemacht habt, ne, da sehen die Fische und alles ja auch die Umgebung einfach mal deutlich besser aus. Ne? Ja, das sind also alles so Spielereien, die man machen kann, aber genau wie ihr sagt und wie auch der Chat das sagt, die Physik entscheidet, ne, in einem Angelspiel. Wenn die Physik nicht glaubwürdig ist, dann ist es egal, wie gut das aussieht. Das ist dann Latte, weil du musst einfach. Also es ist interessant, wie sehr sich eine glaubwürdige Physik über eine Maus und eine Tastatur an den Spieler überträgt. Das ist absolut gewaltig. Und man kann da auch nichts faken oder sonst was. Das muss passen und sonst merkt man das sofort. Also stark wurde wegen Quest-System, du meinst jetzt Dailies, Weeklies und sowas alles. Die Frage wurde schon im Forum beantwortet. Ist erstmal... erstmal nicht geplant, aber es wird dran gearbeitet, so habt ihr das geschrieben, ne? Ist natürlich ein bisschen zweideutig. Ja. Ne? Aber ja, auf unserer momentanen Roadmap steht es nicht auf der Planung, sagen wir es mal so. Okay. Wieso werden die Gewichte oder die Tragfähigkeiten bei Haken nicht angezeigt? Erstens, wenn wir jetzt bei Rollen, Haken und Routen überall die Tragkräfte anzeigen würden, was würde passieren? Jeder würde aufs Maximale gehen, wir hätten deutlich mehr Brüche. Ich weiß natürlich, dass die Community sehr, sehr fleißig unterwegs ist und auch sehr, sehr viel rumtestet, aber das geschieht ja auch immer auf eigene Verantwortung. Wenn wir dann selber immer noch die Haken-Tragkraft anzeigen würden und auch die Tragkraft der jeweiligen Rollen, es ist halt sehr, sehr riskant, dass deutlich mehr Equipment zerstört wird im Verhältnis. Und daher geben wir nur bei Routen die aktuelle Tragkraft direkt ab. Okay. Hier ist jetzt nochmal die Frage, weil es gibt jetzt, kann ich euch mal zeigen, es gibt zwei Beschreibungen zur Schlaufenmontage. Jo. Es gibt einmal die Beschreibung hier beim Grundfischen, ist einmal hier eine Beschreibung drin. Und einmal dann. Der Selbsttrageffekt ist nicht gut bei einer Schlaufenmontage, weil ja eben in der Natur der Sache die Schlaufenmontage extrem viel Spiel bietet. Und dass da der Fisch irgendwie sich nicht, dass der Fisch da abhaut oder so, die ist einfach höher. Dafür ist ja auch extrem unauffällig. Das ist der Vorteil auch im Real Life, ne? Also gerade zum Beispiel beim Aalangeln oder so ist eine Schlaufenmontage top. Einfach weil der Fisch erst ganz spät Widerstand merkt. Aber es ist halt kein guter Selbsthaken. Also das nicht gut ist das Richtige. Nicht gut ist richtig, genau. Okay. Jetzt kam nochmal eine Frage. Ihr habt ja zum Beispiel Trophygrößen nach oben angepasst. Könnt ihr auch nach unten anpassen, wie zum Beispiel beim Don oder Goldschleier?
Wir haben schon ganz viele Fische auch nach unten angepasst. Okay. Das passiert auch. Aber es ist halt so, dass Trophäengewichte oder Fischgewichte im Allgemeinen werden meistens dann nach oben hin korrigiert, wenn wir ein neues Gewässer haben, an dem es die Fische einfach in anderen Größen gibt. Stör ist ein gutes Beispiel. Auch Taimen zum Beispiel. Genau. Der Taimen wurde ja erst dann quasi erhöht im Zusammenhang mit der Tunguska. Gleiches war auch mit dem Stör und der Achtuba. Absolut richtig, ja. Sternebewertungen im Shop sind so ein Indikator für die Qualität sozusagen. Das heißt, weniger Verschleiß dann bei den Artikeln. Natürlich auch, ja, in der Regel auch ein bisschen teurer, aber dann hat man einfach ein wertigeres Material. Ja. Also da lohnt sich immer... Bearbeitung der Boote ist auch immer noch so ein Punkt, ne? So Beleuchtung oder anderer Blickwinkel. Es ist ja wirklich, das hört man auch ständig, dass man gerade, wenn man am Schleppen ist, dass es so schwierig ist, da das Ganze im Blick zu haben. Und wenn man mal so in der Realität sich umschaut, ich sag mal, der Blickwinkel, den man ja eigentlich hat, der ist ja dann doch deutlich weiter als das, was man halt im Game halt maximal einstellen kann, ne? Oder das, was man halt sieht. Ob da vielleicht in der Zukunft noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten kommen, weil das kommt ja auch immer auf deinen Bildschirm ein bisschen drauf an. Ne? Ja. Also regulär hast du deine Bildschirmweite, auch in anderen Spielen ist es auch der Fall, dass du dann zwischen 65 bis 85 umschalten kannst und dadurch ändert sich halt der Blickwinkel Genau. Ich habe jetzt nochmal eine Frage, die mich auch selber interessiert. Es gibt ja diese Conventional-Rollen. Und da ist ja gesagt, irgendwie die Größte ist, glaube ich, eine Größe 30, ne? Ich glaube, da ist ja in Zukunft dann vielleicht auch noch geplant, da irgendwann noch größere, ne? Also wir haben die auch 60er. Ja, 40er habe ich schon gesehen, habe ich gesehen. Aber von der Tragkraft ist ja die Triumph halt die stärkste, ne? Also die Real-Life-Angler werden ja wissen, bei welcher Art zu angeln man auch noch andere, größere Conventionals braucht und können sich vielleicht ableiten, im Zusammenhang mit welchem Update da noch was kommt. Es würde keinen Sinn machen, jetzt 50er und 60er Conventional hier reinzupacken, die du gar nicht nutzen könntest. Ja, gut, ich sag mal für den Baltischen halt, ne? Klar. Der Baltische Stör am Ladoga-Archipel, der ist ja schon Endgegner, ne? Also der ist ja schon... der ist wirklich... Ja, aber da reicht ja eigentlich auch eine Triumph in der 30er Größe. Ey, jetzt bleiben wir mal ehrlich, du kriegst von der 35 Kilo Schnur 1000 Meter auf eine Triumph. Man muss den Fisch dann halt am besten zu den Inseln lenken, also ins Karteninnere halt, ne? Weil sobald der außen ist, sag ich mal, und man nicht mit dem Boot jetzt hinterherkommt, sag ich jetzt, ne? Wird schwer, ja. Weil wenn der, also ich habe das ja auch schon gehabt, auch mit der Triumph, ich glaube mit 700 oder 800 Meter Schnur, wenn der einmal rausgeschwommen ist und der stark ist, dann schwimmt er weiter. Ne? Dann zieht er auf jeden Fall, du musst schon die Fische ein bisschen lenken, gerade bei so einem großen offenen Gewässer. In der Regel kannst du die Fische aber auch recht gut zu den Inseln steuern, gerade die Störe. Und die ziehen auch nicht so schnell, als wenn du jetzt einen Lachs hast. Wenn du einen Lachs im Offenen kriegst, der schon in Richtung Offenes geht quasi, dann wird es schwer, den umzulenken. Bei einem Stör, der aber relativ langsam im Verhältnis ist und eher nach unten geht, wenn, sagen wir mal, du kriegst einen Stör bis auf einen Wobbler im Mittelwasser, dann kannst du den relativ gut noch umlenken. Bei Lachsen ist das deutlich schwerer. Es gab wegen den Fliegenfischen nochmal die Sache, das hatten wir vorhin schon besprochen, ja, also es wird dran gearbeitet, aber kein Datum, wann das kommt. Vielleicht auch da der Hinweis, das ist wieder das Thema Physik, ne, was auch Feierabend eben angesprochen hat. Beim Fliegenfischen passieren so komplexe physikalische Dinge, um das glaubwürdig in einem Spiel zu implementieren und dabei nicht komplett die Framerate zu zerstören, das ist nicht so ganz einfach. Und wie gesagt, unser Credo ist ja immer, wenn wir es nicht gut hinkriegen, dann machen wir es nicht. Weil das würde auch dann nicht zu den anderen Angelarten passen. Du kannst nicht bei den anderen Angelarten eine glaubwürdige Physik haben und dann beim Fliegenfischen versuchen, irgendwas zu faken oder halb zu machen. Gerade bei den ganzen Animationen im Wurf vor allen Dingen, ja, damit es authentisch wirkt. Das ist so komplex. Jetzt nochmal die Frage mit dem Kaffee. Überarbeitet ihr das nochmal, weil da teilweise Aufträge drin sind, die halt wirklich sehr, sehr lang drin sind. Beim Trophy-Stör zum Beispiel ist es ja verständlich, ne? Aber hier fragt gerade einer zum Beispiel beim Trophy-Barsch, der jetzt in Anführungszeichen mal 1000 Stunden drin ist.
sind automatische Zeiten quasi. Also wir setzen die ja nicht per Hand da rein. Ne? Das ist ein automatisches System, was quasi die Fische aus dem Gewässer quasi da rauszieht. Und deswegen hat man dann hin und wieder auch mal Rotaugen an der Achthuber da drin, weil die da auch vorhanden sind. Weil hätten wir jetzt so eine Aufträge gar nicht da drin und da kommen jetzt mal Spieler hin, die halt kein großes Equipment haben, dann stehen die halt komplett da. Ich verstehe aber natürlich die Sorge, wenn manchmal hat man da Kaffeeaufträge, da sind dann halt nur Barsche, Rotaugen, auch mal an der Yama zum Beispiel drin, ist nicht schön. Aber es ist ein automatisches System, was dann quasi darüber geht. Dafür hat man dann auch mal Tage, wo richtig super Fische drin sind. Aber Wildkarpfen, Störe und so weiter. Inwieweit macht denn ein Trophy-Hecht dann zum Beispiel am Moskito Sinn? Das ist halt auch die Sache, ne? Die Wahrscheinlichkeiten, einen Trophäenhecht am Moskito sie zu fangen, ist halt sehr, sehr gering. Er ist aber vorhanden und deswegen wird er von dem System halt da rein generiert. Die Kritik ist auf jeden Fall berechtigt. Das ist sicherlich was, wo wir nochmal genauer drüber schauen müssen in der Zukunft. Dann gibt es ja noch ein paar auch immer mal wieder kritische Punkte. Wird das Archipel als erfolgreicher Test gesehen? Also was das Angeln auf offenen Wasserflächen betrifft, die grafische Darstellung und die ersten Tests der neuen Boote auf jeden Fall, ja. Wo wir natürlich weiter dran basteln müssen, ist das Feintuning mit der Verteilung der Fische auf solchen großen Gewässern und wie man die dann auch findet. Dieses Echolot, was jetzt da verbaut ist, das ist ja, haben wir auch damals schon erklärt, erstmal nur eine absolute Basisversion, die kann noch nicht so wahnsinnig viel. Aber was wir schon sehen, ist, dass man auf so einem großen Gewässer vermutlich bessere Werkzeuge braucht. Und das Erste und Wichtigste ist da in dem Zusammenhang ein besseres Echolot. Okay. Aber ganz klar, die Verteilung der Fische auf so einer großen Wasserfläche ist schwieriger und sicherlich noch nicht abgeschlossen. Also was ich da ja auch immer sehr kritisch sehe, ist halt, dass man mit dem Schleppen einfach sämtliches an Fischen halt rauszieht, wofür man an anderen Gewässern verschiedenste Montagen braucht und nicht mal ansatzweise in die Gewichtsklasse kommt. Und dann fährt man da eine Stunde über den Acker und hat dann auf einmal wunderschönste, Klotzsaiblinge oder ähnliches dran. Und mit der feinsten Jigmontage. Das stimmt. Absolut berechtigte Kritik. Es ist halt einfach schwierig, ne? Weil machen wir es komplizierter und ich sag mal spezialisierter, dann kann es eine unglaublich frustrierende Angelegenheit sein, die Fische zu finden, ne? Weil ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das sind, aber das ist schon eine ordentliche Fläche. Und wenn dann da die Fische nur in einer komplexen Methode an einem komplexen Spot gefangen werden können, da muss man dann schon Zeit haben, um die zu finden. Ich weiß auch nicht, was da die beste Lösung ist. Wir werden da einfach weiter ausprobieren und lasst da gerade zu solchen Themen immer gerne Feedback da. Also alles, was ihr an Ideen zu diesem Thema habt, haut's ins Forum oder sonst wo. Ja. Das hilft. GZ. Dankeschön. Ganz wichtiger Punkt, also diese Infos mit ins Forum, ne? Also es kommen auch so viele Sachen rein, das hört man halt immer wieder, auch so Kleinigkeiten, wird es das mal geben, dass das halt irgendwie auch gesammelt wird und bei euch ankommt, ne? Ja, klar. Ich glaube, da ist auch jetzt der Chat jetzt hier gerade nicht das richtige Medium, sondern solche Infos müssen halt ins Forum, das muss aufgesammelt werden, genau. Auf jeden Fall, wir können da auch oft nicht drauf eingehen, weil das Problem ist, wenn wir drauf eingehen, dann lesen manche Leute daraus automatisch eine Bestätigung oder eine Ablehnung oder so, aber so einfach ist das halt nicht. Diese Dinge werden gesammelt und müssen dann in Prioritätenlisten verarbeitet werden und man muss auch gucken, wie man das ins Balancing eingearbeitet kriegt. Nichtsdestotrotz sind all diese Vorschläge super, super wichtig für uns. Also glaub nicht nur, weil es da jetzt vielleicht keine Reaktion drauf gab, dass wir das nicht extrem detailliert lesen und archivieren. Das ist also sehr Rotpot, ne? Jetzt kam nochmal dreimal die Frage, weil wir das ja mit dem Barsch gerade hatten, kam jetzt nochmal dreimal die Frage, 100 Kilo Wels am Berni halt. Da ist halt auch sehr oft der Auftrag drin, aber das könnt ihr nicht einfach so rausnehmen oder so, ne? Nein. Wie gesagt, das sind autogenerierte Aufträge quasi aus der Liste der Fische, die da auch vorhanden sind. Und dann kann es dann halt mal vorkommen, dass auch ein Hecht oder ein Rapfen am Windenbach zum Beispiel drin ist, der
Es ist möglich, den zu fangen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber enorm gering. Ich glaube, wir hatten in den 5 Jahren 1 oder 2 Trophäenhechte am Moskitosee und das war's. Mhm. Ja. Okay. Feierabend zieht ganz gut raus. Angst vor den Admins im Forum. Bitte nicht, Leute. Also ganz offen gesprochen, wir wissen ja auch, dass wir da gerade am Anfang in der Moderation durchaus auch manchmal daneben gegriffen haben. Das ist auch einfach schwierig. Angler an sich sind eine schwierige Zielgruppe. Da ist viel Leidenschaft dabei. Das ist auch cool. Das soll ja auch so sein. Das macht es auch manchmal nicht leicht. Aber bloß keine Angst. Und auch jede Art von Kritik, wenn ihr die sachlich vorbringt und da nicht jemanden persönlich beleidigt, vor allem keine anderen Spieler, dann gibt's auch keine Sanktionen oder irgendwas. Also ja. Kaffee am Bärensee ist nicht geplant, weil das halt das ist quasi wie als wenn du jetzt in die Wildnis fährst und da kann halt nicht alles verfügbar sein, wie ja zum Beispiel ein Angelgeschäft oder ne, alles mögliche, wie an den anderen Gewässern. Das soll halt so der Ausflug in die Wildnis sein, deswegen wird es da sowas nicht geben. Genau. Auch ein Klassiker, wird es mal einen besseren Ingame-Chat geben? Hoffentlich. So ein paar kleine Tools haben wir jetzt wenigstens schon mal für die, gerade zur Verwaltung der größeren Chats, das ja. Wenigstens mal anfangen, aber ja, wir sind uns bewusst. Das Ding ist, dieser Spruch von Anglern für Anglern, das mag bei anderen Spielen Marketingstrategie sein, bei uns ist das mit allem, was dazugehört, die pure Wahrheit. Und wenn ein Angler ein Videospiel programmiert, dann sind dem halt andere Dinge wichtig, als wenn ein professioneller oder ich sag mal jemand, der dafür ausgebildet wurde, der da Studiengänge speziell dazu gemacht hat. So Dinge, so Videospiel-Dinge, die bleiben bei uns oft so ein bisschen, werden bei uns manchmal vielleicht auch ein bisschen zu stiefmütterlich behandelt. Wir wissen das, wir diskutieren das auch viel, aber so ein Stück weit können wir auch meistens nicht aus unserer Haut, weil das, was uns wichtig ist, ist genauso wahrscheinlich wie bei den anderen Real-Life-Anglern, die das Spiel spielen, ist dann am Ende ist der Angelkram. Aber wir hören die Kritik. Und hier wegen altes Equipment irgendwie loswerden, wie gesagt, die ganze Geschichte mit dem Auktionshaus, das wird es ja nicht geben, da habt ihr ja schon drüber gesprochen, dass das wird es nicht geben und ich denke, andere Möglichkeiten, alte Sachen zu verarbeiten oder zu verkaufen. Es gibt möglicherweise später die Möglichkeit, diese Sachen zu personalisieren oder auch wie bei den Rollen zum Beispiel, ne, dass man kann ja jetzt die Rollen auch bearbeiten, also man kann auch aus einer alten Rolle oder einer kleineren Rolle eine ganze Menge rausholen. Und vor allem ist es auch so, das sieht man ja auch ganz gut in euren Streams oft, es macht halt, man muss nicht an jedem Gewässer mit einer Wenger und einer TI stehen. Ne? Wenn ich auf Schleien angle, dann tut es auch eine Lacerti und eine was weiß ich was. Also dieses Zeug ist nicht wertlos, im Gegenteil. Man kann das immer noch super einsetzen, der Verschleiß ist gering oder beziehungsweise die Reparaturkosten sind günstig. Gleiche gilt auch auf Karpfen, sagen wir mal ehrlich. Aber nur weil man eine Legacy TI hat, muss man die jetzt nicht auf Karpfen nutzen. Ja. Teure TI-Router auf die Karpfen verwenden, die ja eher dann für die Großfische wie Störe, Welse und so ausgelegt ist. Das Problem ist halt, dass wir alle, also sowohl ihr, die ihr viel streamt, als auch wir Admins, natürlich einfach aufgrund der Zeit, die wir mit dem Spiel verbracht haben, alle diese Level 40 plus Accounts haben. Und da ist das dann nicht mehr so wichtig mit dem Silber, weil das einfach eh reinkommt über die Zeit. Ne? Gerade ab Level 35, 40 geht einfach das Silbereinkommen deutlich hoch. Ich weiß, da wird hier auch der eine oder andere im Chat protestieren, aber das ist so. Und dann ist es natürlich so, dass wenn man die Wahl hat, dann ist es natürlich komfortabler und auch ein Tacken besser, mit dem High-End-Equipment zu angeln. Ne? Das hat einfach nochmal eine geringere Ausschnittswahrscheinlichkeit, eine höhere Präzision und sowas. Klar, deshalb seht ihr dieses Equipment hier immer in den Streams oder auch bei uns in den offiziellen Streams, aber das ist nicht zwingend notwendig. Ist jetzt gerade mal eine Frage, ob später vielleicht sowas wie Vereine geben könnte. Genau. Sag ich. Ja, auf jeden Fall. Das Ganze gibt es in EF3 und funktioniert da auch super.
ich hoffe, dass das auch in absehbarer Zeit passiert, weil ich glaube auch, dass das nochmal enorm zum Spielspaß beitragen wird. Also in EF3 ist das zum Beispiel auch so, du hast also wirklich so eine Art, ich sag mal, wie in anderen Spielen eine Gilde, auch mit einem geteilten Inventar, auf das zugegriffen werden kann von der ganzen Gilde und solche Dinge. Und das ist ziemlich cool. Also, jetzt kommt nochmal die Frage, kommt dieses Jahr noch ein neues Gewässer? Ich hoffe. Ich gehe schwer davon aus. Und was war noch? Ob man den Blank irgendwann reparieren kann? Nee, das haben wir ja schon oft jetzt. Ne? Genau, die Möglichkeit gab es ja mal am Start des Spiels quasi und wurde rausgenommen. Erstens war es auch auf Dauer zu teuer und bis ein Blank abgenutzt ist, gerade ein hochwertiger Blank vergeht eine Weile. Außer man nutzt die Route nicht so, wie man sie nutzen sollte, dann kann es halt schon sein, dass man sie des Öfteren nutzen wieder kaufen kann. Zum Beispiel gerade beim Ultralight Fischen für die Rekorde werden gerne 9 Gramm plus Köder verwendet, 11 Gramm, 12 Gramm, damit man dann auch mit den größeren Ködern in die Rekorde reinkommt. Umso schneller geht der Blank dann runter und dann kann man sich alle 2-3 Monate auch eine neue Route kaufen. 1000 Meter Schnur aufteilen auf 3x300. Hatten wir auch schon. Das ist ja die Physik der 1000 Meter sozusagen. Es verteilt sich ja der Verschleiß auf die gesamten 1000 Meter, ne? Ja, das ist nicht perfekt, aber es ist zumindest ein Vorteil dieser großen Spule. Also es ist aber auch nicht geplant, dass man das dann irgendwie auch mal cutten kann? Nein. Okay. Ja, mal gucken, weiß man nicht. Aber weiß man nicht. Jetzt nicht so hoch auf der Liste. Ich würde eher davon ausgehen, dass vielleicht nochmal andere Spulen dann reinkommen oder so. 1000 Meter Microbraid. Das wär's. Das wäre gut, ne? Ja, also gerade so bei den Finesse-Methoden, finde ich, haben wir auch noch ein bisschen Raum. Also ich finde zum Beispiel auch eine Finesse-Grundroute cool, richtig feine Picker oder sowas. Hippos, da die Frage wurde auch schon beantwortet. Es wird später Möglichkeiten geben, wo du an deinem Angelplatz, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen Campingkocher oder sowas, sowas wird es definitiv später geben. Ne, die Frage hatten wir vorhin gerade schon. Ja. Hier ist eine Frage, wie das mit der Physik beim Schleppen ist. Klar, die kinetische Energie ist einfach höher beim Schleppen, weil einfach ja noch eine Gegenbewegung stattfindet und der Fisch nicht nur durch die Strömung Druck erzeugt, sondern auch noch zusätzlich durch die Gegenbewegung des Bootes. Also der Verschleiß ist da höher, ja. Die Möglichkeit, dass man offline repariert? Bezweifle ich sehr stark, da das System vom Anfang an des Spiels schon so implementiert war. Ist natürlich ein bisschen schwer, ich weiß, weil alles andere findet halt online statt, nur die offline auch zum Beispiel statt, zum Beispiel, dass sich ein Spot generiert, sich unabhängig, ob du offline bist oder online bist, auch andere Sachen, aber das Reparieren funktioniert nur, wenn du online bist. Da das System aber seit Beginn des Spiels schon so drin ist, ist es unwahrscheinlich, dass es angepasst wird. Bei den Round-Profile-Rollen gibt es, ist da was gedacht in Richtung Tausender-Rollen? Weil es gibt da wohl die Rollen, wo halt draufsteht, bei der 2000er Simon zum Beispiel, U11-Fischen steht da dran, aber es ist halt eine 2000er, ne? Genau, also wir haben ja momentan, glaube ich, nur zwei Rollen in der 2000er Baitcaster-Größe, einmal die kleine Rolle vom Weihnachtsmarkt. Und dann haben wir noch einmal diese Special-Rolle im Shop. Alles andere ist ja eher Low-Profile oder halt größer. Ne? Also, was genau da in der Zukunft noch reinkommt, wissen wir auch nicht ganz genau. Weil das wird dann auch immer, wie Joe schon sagte, immer, es ist ausschlaggebend an den Gewässer oder auch an Techniken, was vielleicht noch dazu kommt. Da muss man abwarten. Aber es besteht die Möglichkeit. Also ich meine, wir haben nur zwei Rollen in der 2000er Größe momentan im Spiel integriert. Ja. Hier fragt nochmal Ole, weil er angelt ja sehr viel UL und muss halt alle 3 Tage seine Schmierung machen bei der Rolle. Aber das... Anderes Öl, oder? Ja, anderes Öl. Wenn du halt mit dem... Es gibt ja die Öle zum Beispiel, die halt für die Wurfweite einerseits sind. Dafür sind die auch super. Und dann gibt es auch Öle, die eher dafür da sind, halt weniger auszuwerfen von der Wurfweite, ein bisschen länger halten. Bei der Baitcaster ist es aber einfach so, dass bei jeder Umdrehung quasi halt auch die Kugellager arbeiten und dann wird mehr Öl verbraucht als bei einer stationären Rolle, auch beim Auswurf. Ja? Bei einer stationären Rolle verbraucht sich kein Öl beim Auswurf. Bei einer Baitcaster ja, weil die Kugellager halt konstant arbeiten.
Dadurch ist der Verschleiß auf Kugellager und Öl automatisiert höher bei Baitcastern. Dafür ist der Verschleiß im Getriebe deutlich geringer im Verhältnis zu den stationären Kollegen. Also du musst wahrscheinlich das Getriebe nicht so schnell reparieren bei einer Baitcaster im Verhältnis wie bei einer stationären Rolle. Da könnte auch helfen, sich ein Kugellager anzuschauen. Ich sag mal, wenn du jetzt etwas größere Köder wirst mit 5 Gramm oder 6 Gramm und nicht diese ganz kleinen 2-3 Gramm Köder und brauchst keine 50, 60 Meter Auswurf, dann kann man auch die Edelstahlkugellager verwenden. Die nutzen sich nicht ganz so schnell ab und muss nicht auf Keramik zurückgreifen. Keramik ist halt auch für die Wurfweite. Auch wieder eine Frage, die auch immer wieder da ist. Reloggen, um vielleicht einen Spot wieder zu aktivieren, reloggen, nee, um andere Fische zu kriegen, um in andere, nee, Pools zu kommen. Was kann man nicht sich noch ausdenken? Nee. Also es steht nicht im Verhältnis zu der Zeit, die das kostet, da den Relog zu machen. Du kannst auch wenn der Spot überfischt ist, dann kann man das nicht durch einen Relog lösen. Also der muss sich tatsächlich klientseitig muss der abkühlen. Also nee. Was ich halt mal gehört hatte, das hattet ihr mal irgendwann geschrieben, glaube ich, dass das Futter aber, also wenn jetzt überfüttert ist, dass sich das zurücksetzt? Nee, ne, auch nicht, ne? Nee, auch nicht. Es ist alles klientbedingt. Also es wird alles bei euch hinterlegt, ja, also bei eurer eigenen Instanz hinterlegt. Und deshalb kann man da, wird das nicht, genau, serverweise, also das kann man nicht beeinflussen dadurch. Es ist sowas wie ein Clubgewässer geplant, wo wir Gefangene frische freilassen können und als Club die dann im Vereinsgewässer nochmal beantworten. Coole Idee, haben wir auch schon oft drüber nachgedacht. Das Problem ist, wir wollen eigentlich, also was wir gar nicht wollen, ist irgendwelche Inhalte wirklich hinter einer Echtgeldbarriere zu verbarrikadieren. Vielleicht könnte man sowas im Zuge dieser Teams oder dieser Gilden machen, muss man überlegen. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Genau, das mit den Notizen auf der Karte, das wurde im Forum schon beantwortet. Ne? Das soll ja kommen, ne? Dass quasi die Karte, dass man da selber Notizen machen kann. Das habt ihr ja schon. Ja, genau. Ja. Weil die Frage hier geht ja aber eher als eine Additional, ob man dann quasi ein Notizbuch im Menü noch hat, um zusätzliche Informationen einzutragen. Muss man mal überlegen, hört sich auf jeden Fall interessant an. Razer Freak sagt, kommt vieles. Das ist das Problem, wenn man über zukünftige Planungen spricht. Ne? Denn natürlich ist es verständlich, dass ihr all diese Dinge im Spiel sehen wollt und wir wollen die auch alle im Spiel haben. Es wird halt jetzt keinen Sinn machen, wenn wir uns hier hinsetzen und sagen, nee, das kommt nicht, weil irgendwann kommt das. Nur gleichzeitig wissen wir auch, dass die Wartezeit manchmal lang ist. Es gibt da einfach keine gute Lösung für. Wir versuchen einfach so ehrlich zu sein wie möglich. Ne? Alles, was Sinn macht aus anglerischer Sicht, wollen wir im Spiel haben. Wie lange das dauert, ist eine andere Frage. Mobiler Spawnpunkt in Form eines Zeltes oder sowas, hört man ja auch immer mal wieder die Frage, ne? Ist auch dieses Peripherie-Thema auf jeden Fall. Das wäre zum Beispiel dann der Sinn von einem Zelt, dass man eben, genau. Gibt es ja auch in anderen Spielen, glaube ich, ne? Ich meine, Fischer Online hat so ein, oder Fishing Planet, irgendein Spiel hat so eine Funktion. Zumindest da wieder einloggt, wo man ausgeloggt ist. Kann man irgendwann in den Rekorden separat die wöchentlichen für jedes einzelne Gewässer filtern. Wir gehen mal nicht von aus, weil jede wöchentliche Liste zusätzlich für jedes einzelne Gewässer ist halt Arbeit für unsere Datenbank und für die Synchronisierung. Wir haben jetzt ja schon teilweise manchmal Probleme, gerade beim Update, wenn sich die Weekly jetzt am Sonntagabend dann resettet. Das macht sich dann im Chat bemerkbar oder auch wenn zum Beispiel am Montag, Dienstag neue Rekorde reinkommen, merkt man da schon, dass die Synchronisierung schon etwas hinterherhängt, bis der Rekord dargestellt wird. Wenn wir dann noch eine wöchentliche einfügen für jedes einzelne Gewässer, ist das einfach zu viel Auslastung. Was denn vielleicht geplant, diese Belohnung, die ihr jetzt immer macht, ne, mit den globalen wöchentlichen Rekorden, ist sowas vielleicht, also wird das so bleiben bei global?
Oder ist vielleicht in Zukunft auch sowas geplant, vielleicht auch regional? Nee, das muss global bleiben, weil wir manche Regionen haben, die wesentlich kleiner sind als andere. Okay, also weiß ich nicht, zum Beispiel, wir haben ja jetzt gerade neu Italien aufgemacht und das dauert einfach eine Weile, bis die auf eine gewisse Größe herangewachsen ist. Und das wäre super unfair, wenn wir dann in diesen kleinen Regionen die gleichen regionalen Belohnungen hätten, wie ich sag mal in Deutschland, China oder Russland, wo wir einfach das, weiß ich, das 30, 40, 100-fache an Spielern haben, das wäre nicht fair. Und selbst zwischen Deutschland und Russland oder Deutschland und China gibt es halt auch nochmal einen großen Unterschied von der Spieleranzahl. Ja? Also das darf man auch nicht vergessen. Jetzt wurde nochmal gefragt wegen den Rekordtabellen. Einmal, ob man noch mehr Informationen sehen würde, wegen PVA oder halt auch zum Beispiel, wo er den gefangen hat. Oder Carolina Rig zum Beispiel mit den Perlenfarben und solche Sachen. Ja, wieder eine Frage des Drucks auf die Datenbank, aber ein gutes Feature wäre das auf jeden Fall. Ja. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Snoopy, das mit dem vom Land aus ins Boot steigen während des Drills, das gab es früher schon mal. Das wurde dann aber, wo die Sura, glaube ich, rauskam, kurz danach wurde das entfernt. Also ungefähr 3 Wochen danach, weil es sehr, sehr stark abused wurde mit den Welsen. Das wurde auch an der Wolke, wurde das schon praktiziert. Man hat sich dann die großen Störe quasi rangehangen an der Grundroute und dann ganz schnell ausgedrillt mit dem Boot. Natürlich im Realen ist es ja auch möglich, sag mal, wenn du einen großen Karpfen weit draußen fängst, gehst du auch in dein Gummiboot rein, weil der Karpfen halt in den Unterbau reinschwimmen kann oder im Gestrüpp oder wie auch immer, um ihn einfach zu landen. Aber man ist dann oft auch nicht alleine und hat dann auch jemanden dabei. Und wir möchten einfach auch die Immersion dabei halten, wenn du dann die größten Fische innerhalb von 15 Minuten da rausziehst, konstant. Seltene Fische am Bärensee, das wäre noch geil. Wenn es auch nur ein, zwei sind. So ein bisschen so ein Highlight. Das habe ich mir auch mal überlegt, weil ihr habt ja auch mal irgendwann gesagt, der Bärensee wird vielleicht auch noch mal irgendwann überarbeitet, ne? Glaube ich, ganz bestimmt, ja. Ja, und ich meine, es gibt ja das Goldschleien-Thema da, ne? Der ist ja zumindest als Trophäe, den gibt es nur da. Ja. Aber ja, klar, warum nicht? Es gab noch eine Idee zum Einloggen, wenn man das ähnlich macht wie bei The Hunter Call of the Wild. Man hat vorher quasi die Möglichkeit, eine Map zu wählen, ohne dass man dann quasi immer direkt die Reisekosten, also man ist ja immer an dem letzten Gewässer, aber dass man vorher quasi eine Übersicht hat und sagt dann, okay, ich gehe jetzt an das Gewässer. Man hat quasi erst so einen Startscreen. Also es gibt die Möglichkeit ja im Prinzip jetzt dadurch, dass man sich den unbeschränkten Zugang zu den Gewässern kaufen kann. Letztendlich ist das ja so ähnlich, denn in den anderen Spielen kauft man sich die DLCs und kann dann dementsprechend da seinen Startplatz festlegen. Wir müssen halt so ein bisschen auch natürlich immer im Kopf haben, dass wir, wenn wir weitere Gewässer produzieren wollen und irgendwann auch ein neues Spiel, die Programmierung von so einem Spiel ist aufwendig. Irgendwoher müssen die Mittel dazu natürlich auch kommen. Und jeder, der das in Erwägung zieht, uns da auf diese Weise zu unterstützen und sich dadurch das Spiel auch noch komfortabler zu machen, da sind wir natürlich schwer dankbar und auch darauf angewiesen, das muss man auch ganz klar sagen. Also ihr habt ja in gewisser Weise die Möglichkeit, dann gratis zu reisen. Ich weiß nicht, was da noch kommen wird in der Zukunft. Dann wurde nochmal gefragt hier wegen Happy Hour, ob es da nochmal einen richtigen Timer gibt. Also vielleicht auch so ein Hinweis, keine Ahnung, du hast jetzt noch 10 Minuten Happy Hour, du hast jetzt noch 20 Minuten Happy Hour oder so. Also oder auch darüber wird natürlich auch in unseren Reihen diskutiert, ne? Inwiefern können wir solche Sachen halt noch weiter bearbeiten und muss man mal abwarten, inwiefern die Happy Hour da noch überarbeitet wird. Dann gab es noch ein paar Fragen. Ich hatte ja noch ein bisschen was auch gesammelt. Es gibt so ein paar Fragen in Richtung, ist es so, dass man mehr Skillpunkte bekommt, wenn man an höheren Gewässern sich befindet? Oder ist das dann gleich? Also wenn man jetzt zum Beispiel Grundangeln skillt? Nee, das ist eher abhängig davon, welche Frequenz ich habe und welche Methode ich benutze und welche Fische ich fange. Also wenn du jetzt schon 200.000 Barsche gefangen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, Prozente zu kriegen, nicht so hoch, wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel
sibirische Rotaugen fängst oder so. Also in gewisser Weise ist das automatisch so, dass die hochleveligen Gewässer eine höhere Chance haben, die Skillpunkte zu erhöhen. Weil es seltenere Fische sind, ne? Genau, weil es andere Fische sind, weil man auch andere Methoden zur Verfügung hat und so weiter. Ja. Warum gibt es keine Verschleißmeldung bei über 50% auf Schnurlaufringen? Stimmt. Jetzt fallen alle aus. Andererseits, ich meine, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Ne? Und normalerweise sieht man das ja immer innerhalb der 2 Jahre, die das dauert, um da hinzukommen. Ich weiß es gar nicht. Ob laut Verschleißmeldung haben wir nur beim Getriebe, Kugellager und beim Blank, soweit ich weiß. Es gibt halt so ein paar alte Hasen, die auf einmal, die werfen aus und der erste Fisch, der beißt, da macht es auf einmal Pitch. Verstehe. Ja, könnte man mal überlegen. Machen wir eine Notiz. Verschleiß von der TI, wurde das erhöht? Ja, die Schnurlaufringe übrigens, die dauern nicht so lange, Joey, die gehen relativ schnell runter. 2 Jahre? Ja, gut, das stimmt. Das ist vielleicht eher bei mir so, der keine guten Fische fängt. Nee, das ist schon ein berechtigter Punkt, auf jeden Fall. Bei einer TI könnt ihr die Schnurlaufringe aber auch ungefähr bis 60-70% laufen lassen. Einfach durch die Qualität der Ringe habt ihr kaum eine Wechselwirkung, was sich auf die Schnur bemerkbar macht. Und die Ringe haben keinen Einfluss auf die Tragkraft der Rute. Nur um das nochmal festzuhalten. Ja? Also es ist nur eine Wechselwirkung zwischen Schnur und den Rutenringen. Ähnlich ist es zum Beispiel mit dem Kugellager und dem Öl. Da hat man auch die Wechselwirkung. Und wenn ihr jetzt eine Fortuna Carp fischt und meinetwegen 30% auf der in Rutenringen habt, dann merkt ihr wahrscheinlich schon die Wechselwirkung auf den Schnüren, dass die Schnur sich einfach deutlich, also schon schneller verschleißt. Wann kommt das nächste Update? Wie gesagt, der L4 kündigt, also ihr könnt euch halt, also entweder wird halt zwischendurch mal geteasert, ne? Wenn jetzt was Größeres ansteht oder generell zum Beispiel mit den Geschäften, das wird ja auch angeteasert. Ansonsten kleinere Updates kommen halt zwischendurch. Ne? Und ja, wie gesagt, wenn Größeres kommt, wie jetzt zum Beispiel neues Gewässer oder so, dann wird das meist angeteasert. Ne? Passend dazu direkt die Frage außerhalb auch von Russland. Ja. Es regional also werden so eine Sachen nie detailliert angepriesen. Also unsere ganzen News finden immer auf globaler Ebene statt. Mhm. Ja, also wenn ein neues Update in Arbeitung ist oder auch andere Sachen, auf wie ein Sale zum Beispiel, das wird immer auf globaler Ebene geteilt. Ja. Das ist viel Kommunikation, was da stattfindet. Und da achten wir auch wirklich drauf. Klar, in der FAQ-Runde gibt es dann immer mal Fragen, Antworten, aber wir werden da nicht ein zukünftiges Update auf einer gewissen Zeit teasen oder so. Nee. Sowas gibt es nicht. Also was ich hier auch noch fragen wollte, hier schreibt auch gerade einer wegen dem Booten. Ne? Auch mit, was ja mal angekündigt wurde, Motoren, Boote, vielleicht auch mit Benzin oder sowas. Hat auch schon, gab es auch schon Überlegungen. Irgendwie... da könnt ihr aber noch nichts weiter zu sagen, oder? Da gab es doch fast auch eine FAQ-Runde, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja. Okay. Also, ja. Warum werden positive Veränderungen im Game nicht in den Patchnotes erwähnt? Siehe Beispiel springende Fische. Tut Gutes und sprecht doch mal darüber. Wir denken manchmal, wir gucken manchmal auf diese Patchnotes, ne? Dann sind das irgendwie, keine Ahnung, 500 Einträge, von denen sind 300 irgendein Kleinkram und dann denken wir auch so, ja, das will doch auch irgendwie keiner wissen, aber man muss auch sagen, manche Sachen vergessen wir manchmal, eben weil diese Entries halt unglaublich lang sind, ja, also es werden ja auch Kleinigkeiten halt gefixt, seien es Modelle, der Texturen Pony, und solche Sachen, es wird konstant gearbeitet, das darf man nicht unterschätzen. Wir versuchen so detailliert wie möglich alles aufzulisten und zum Beispiel das mit dem fliegenden Fischen war auch noch nicht komplett fertig gewesen. Es war noch im Testrun und es wurde, ich glaube, 3 oder 4 Tage gab es noch einen kleinen Client-Update. Da haben sich viele Leute gefragt, was war das jetzt? Das war eine Erweiterung quasi, um halt noch einen Fix aufzuspielen für die springenden Fische. Fliegende Fische.
Aber bei diesen Dingen ist es ja, also bei Sachen, die ausnahmslos positiv sind, die auch das Gameplay nicht beeinträchtigen oder so, das ist ja auch manchmal ganz cool, wenn man so eine kleine Überraschung drin hat. Und ich glaube, der erste Spieler, der Lachs auf einmal aus dem Wasser gesprungen ist, der hat wahrscheinlich gedacht, so, ja, guck. Es gab auch vor allen Dingen, ja, auch da muss ich mir auf jeden Fall schauen, zukunftsorientiert ein bisschen mehr Immersion in das Spiel einzubringen, ja. Die Bären waren so ein guter Schritt an der Yama. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, die Weißfische an Koori, dann halt jetzt das Springen der Fische. Es ist halt immersiv und bringt einfach mehr Lebens ins Geschehen. Und ihr plant da ja auch mehr noch, ne? Dass da. Ja, auf noch jeden mehr, Fall. Ja. Immer unter Berücksichtigung, dass wir den Leuten auch nicht ihre PCs grillen wollen. Aber ja, auf jeden Fall. Und zum Beispiel auch Oberflächenhinweise, so, dass man jetzt. Ja. Ich jetzt mal Thema raubende Fische oder Blasen, Blubberblasen oder auch immer sowas. Gefragt, ja. Ja, definitiv. Also das diese dann direkt cool. gebunden sind an unsere Population, ist nochmal eine andere Sache, muss man dazu sagen. Aber ja, da gibt es auch viele Diskussionen am Rande, sagen wir es mal so. Ich habe die Routen jetzt mal drin, müsste aber, geht eigentlich relativ fix immer, dass das losgeht dann. Hören Fische mich schaufeln? Nee. Nee? Ich hör dir trapsen. Ich höre dir trapsen? Nee, aber am Ufer rumlaufen, ne? Das scheucht, glaube ich. Ja, ins Wasser. Ins Wasser, also wenn man ins Wasser rennt, ist ein Problem. Aber auch nur, genau, wenn man jetzt direkt mit der Stimme. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mal von dem Spot weggehe, hier, wenn ich halt dieses Wassergeräusch halt hier. Ja. Wassergeräusch denn und dann plätschert die halt so im Wasser rum. Wenn du das zum Beispiel an der alten Festung machst, wo du direkt 3 Meter vor den Seerosen angelst oder an der Belaya ufernahe stippen möchtest oder so, da würde ich wirklich vermeiden, ins Wasser dann reinzustiepsen. Ich sag mal, das dauert jetzt keine Stunde, bis es wieder beißt, aber man hat einen Scheueffekt im nahen Umfeld auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn man jetzt nachts auf Aal ist und man plätschert da die ganze Zeit am Ufer rum. Ne? Beispielsweise, ja. Ja. Nee, wir machen jetzt kein Turnier mehr, weil gerade Stör müssten wir wahrscheinlich 2 Stunden machen oder mindestens 1,5 und machen jetzt kein Turnier mehr, nee. Sonic fragt, was passiert, wenn man den Fisch freilässt. Das hat nur einen Einfluss bei den blauen Trophäen. Alle anderen Fische sind quasi, egal ob man die jetzt freilässt oder nicht, sind entnommen und zählen zum Fischpool. Also beeinträchtigen auch, wann der Spot sich wieder erholen muss. Vor 4 oder 5 Jahren damals wurde halt immer kommuniziert, lass die kleinen Fische frei. Das haben sogar wir noch später gesagt, weil das macht einen Einfluss auf den Marktpreis. Und das stimmt nicht. Ja? Also es ist unabhängig, ob der Fisch jetzt freigelassen wird oder nicht. Jeder Fisch, der gefangen wird, macht einen Unterschied auf dem Marktpreis. Also wenn jetzt zum Beispiel von, ich sag mal, 100 Spieler angeln auf Wildkarpfen und jeder fängt da seine 30 Fische, alle Wildkarpfen werden auf diesen Pool mit einberechnet und dementsprechend influiert dann der Marktpreis des Wildkarpfen an dem Gewässer. Übrigens, das, was Tobi gerade angesprochen hat, dass auch mal bei uns auch mal eine Information korrigiert werden muss oder so, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass das Spiel so viele kleine Nuancen hat und das zu kommunizieren in teilweise, wie eben schon gesagt, 10 verschiedenen Sprachen, ist einfach manchmal schwierig und dann geht da schon mal auch eine Info verloren. Aber was wir auf jeden Fall tun werden, auch in Zukunft, ist, sobald wir merken, oh, da haben wir irgendwas falsch kommuniziert oder so, dann wird das auch ohne Rücksicht auf Verluste korrigiert. Also da könnt ihr auch in Zukunft mitrechnen. Wir hoffen, dass das nicht so oft nötig ist, aber wenn es nötig ist, dann tun wir es. Mit Spin-Ködern auf Stören, wie zum Beispiel als russischer Stör? Das geht ja. Also ja, baltisch ja auf jeden Fall, ja. Ja, aber ich meine jetzt auch mal Achtuba jetzt so zum Beispiel. Auch die Störe wie Scherk und Glattstör und Perse und... Es ist ein Stück weit natürlich auch eine Balancing-Frage wegen dem Boot, ne? Weil das halt sehr, sehr mächtig ist, wieder dann im Vergleich zu jemand, der ans Ufer gebunden ist. Aber technisch gesehen geht das. Aber man kann das vielleicht noch ausbauen. Ich glaube eh, dass Danke, Mentor. Krass, das Thema Spinfishing grade, Dingens machen. Irgendwann noch eine Überarbeitung sehen wird. Okay. Futter einfach. Genau, verschiedene Qualitäten der Fische, so mit Krankheiten dran, Fehlbildung und ähnliches. Ich meine, ist ja jetzt schon mit dem Yama, ne? Mit diesem, wie heißt das, Brutkleid.
Das sieht ja schon geil aus. Also es macht das Ganze auf jeden Fall interessanter, wenn man da mal irgendwie andere Färbung irgendwie dabei hat. Auf jeden Fall, ja. Sehr gute Idee ist das. Und eben auch für kleinere Gewässer, ne? Mhm. Ja, natürlich, gerade da, ne? Ja. Wo jetzt vielleicht wo die ersten nicht so Leute getriggert werden. Spannend, sonst ist, ja. Genau. Ja, kranke Fische müssen es ja nicht zwingend sein, aber einfach so, weiß ich nicht, gerade zum Beispiel bei Hechten oder so, da sieht man oft auch, dass sie eine Kriegsvergangenheit haben oder so. Ne, die haben oft schon mal so Bissspuren drin und so ein Kram. Das wäre schon cool, wenn diese Fische sich da so ein bisschen unterscheiden würden. Vielleicht auch bei den Karpfen so ein bisschen Dreck oder so, weil die Karpfen sind ja meistens so eine Schlammgrube oder sowas, ne? Oder ich finde zum Beispiel, eins meiner Lieblingsfischmodelle ist der Zander, weil der ab einer bestimmten Größe sieht man dem an, dass der, ne, dass der seine Schlachten geschlagen hat. Mhm. Also man sieht das an den Flossen und so. Sehr und ich finde, dass die Fische tausendmal realistischer aussehen, wenn die diese kleinen Verletzungen haben und Ungleichmäßigkeiten. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Auch vor allen Dingen die Farbe, ne? Wenn du dir den Trophäenzander mal anguckst, die Farbgebung ist dunkler, die Flossen sind ein bisschen zerfetzt und das ist wirklich authentisch, wenn du dir die richtig alten Zander im Realen anschaust. Die sehen auch nicht mehr ganz so sauber aus. Und ich hatte noch mal die... Ja? Ich wollte bloß sagen, klar gibt es auch mal einen 80er, 90er Zander, der noch so relativ fresh aussieht, aber die ganz großen Fische haben doch schon ein bisschen was hinter sich in der Regel. Also ich hätte noch eine Idee, zum Beispiel ein Aquarium, wo man jetzt zum Beispiel, also jetzt mal so als Beispiel, entweder kleine Fische halt reinmacht, ne, die jetzt an der Wand zum Beispiel nicht so toll aussehen, weil sie halt so klein sind. Oder auch, dass man Köderfische da frisch halten kann oder irgendwie sowas vielleicht. Ja. Die Tiefkultur, ne? Ja, besonders das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Ist natürlich aufwendig, so ein Aquarium zu dass das gut aussieht und so, aber ja, gute Idee. Ja, vielleicht so für die Tschulka-Sardinen, also so die kleinen Fische halt oder Neunauge oder Don-Kaulbarsch oder irgendwie sowas. Ne? Das wäre cool, auf jeden Fall. Ich glaube, Schonzeiten wird ein bisschen heftig, ne? Wenn du genau dann angst, wenn Schonzeit ist. Ihr wollt ja keine Lizenz, ne? Das habt ihr ja schon geschrieben. Keine Lizenz. Auch, also was, ich weiß nicht, ob eine Schonzeit nicht eher frustrierend wäre als alles andere, weil, keine Ahnung, wenn man jetzt Bock hat, auf Hecht zu angeln, dann hat man halt Bock, auf Hecht zu angeln. Das ist dann schon nervig genug, glaube ich, im Real Life, dass das nicht geht. Du musst dir halt auch vorstellen, dann kommt es halt wirklich drauf an, wenn du musst ja erstmal Jahreszeiten ins Spiel reinbringen, dann brauchst du einen Ablauf, wie lange geht die Jahreszeit. Und dann sagen wir mal, du hast eine Jahreszeit, die läuft einen Monat. Dann hast du nur einen gewissen Zeitraum quasi, wo du einen gewissen Fisch halt angeln kannst, sei es Zander, sei es Hecht. Zu viel Frust. Auch sehr komplex, das kommt noch dazu. Es kommt, ich sag mal, sicher gibt es Spiele, die haben einen Jahreswechsel integriert mit verschiedenen Sachen, aber in Bezug auf Schonzeiten, aufs Angeln, ist das schon ziemlich komplex. Seid ihr noch an den Klassikern dran? Mit Hängenbleiben und... Ja. Und wir haben auch möglicherweise da gerade einen entscheidenden Fortschritt gemacht. Ich hoffe, dass wir da bald was präsentieren können. Gerade fürs Stippen. Betrifft, ja. Die Stippfischer, die leiden da natürlich besonders. Ja. Ne? Ich frage gerade noch mal eine, so dieses übliche Thema, warum gehen die größten Fische immer an das kleinste Equipment? Weil die Schnüre feiner sind, weniger Schalke. Okay. Und natürlich auch, weil es einem da immer besonders auffällt, wenn mal auf kleines Equipment irgendwas Dickes beißt. Also es ist beides. Es ist teilweise psychologisch, aber teilweise auch einfach, weil man gezwungen ist, feiner zu fischen und dadurch weniger Scheuchwirkung hat. Heißt also, wenn man so richtig schönes Endgame-Equipment hat, fängt man darauf weniger Trophies als auf den kleinen, mittelschweren. Ja, aber du hast natürlich auch geringere Chancen, die dann rauszukriegen. Ne? Ja. Also wenn du jetzt da, weiß ich nicht, auf deine keine Ahnung, 0,20 Millimeter Schnur oder was, irgendwie ein Trophäenstör oder sowas hakst. Naja, gut. Es gibt halt Fische, die sind überhaupt nicht scheu, das muss man halt wirklich dazu sagen. Und dann gibt es halt Fische, die sind halt scheu und basieren dann halt mehr auf die Schnurstärke etc. pp. Wenn man irgendwie filtern möchte, kann man das halt auch mit der Schnurstärke bzw. mit dem Vorverhalt teilweise machen. Ja, Timing beispielsweise kann man dann versuchen, mit einem größeren Fluorocarbon-Leader zu arbeiten, um so mehr kleinere Fische auszusortieren. Funktioniert
teilweise, nicht komplett natürlich, aber man hat weniger Beifang von Lennox oder auch von den, Mensch, wie heißen die Weißlachse an der Tunguska? Nelmas zum Beispiel hat man weniger dabei, weniger Bachforellen dabei, weniger Buckellachse und hat dann im Schnitt mehr Seesaiblinge und Taimen. Wie gesagt, man kann sie nicht komplett ausschließen, aber teilweise. Und so funktioniert es halt auch mit anderen Fischen, die jetzt nicht komplett auf diesen Scheufaktor basieren. Also ich habe jetzt noch mal eine Sache, das mit den, dass man Hinweise bekommt, wo Fische sein könnten. Da hatten wir gerade drüber gesprochen, Schwarze Engel. Das wird auf jeden Fall in Zukunft irgendwann kommen. Ist nicht genau gesagt wann, aber so Oberflächenhinweise wurden auch bestätigt. Und jetzt nochmal eine Frage von Diablex: Happy Hour manuell starten. Also jetzt nicht bloß, wenn man jetzt eine Sache macht, die halt einen Beruf skillen könnte. Gerade das Problem ist, wenn man die manuell starten kann, dann startet jeder seine Happy Hour eine Minute, bevor er den Trophäenfisch landet. Das ist nicht so richtig im Sinne des Erfinders. Also ich finde die aktuelle Lösung, dass die Happy Hour dann losgeht, wenn man auch wirklich anfängt zu angeln, das finde ich eigentlich ganz fair. Mhm. Okay. Kann man es dann ausstellen, wenn der Beruf quasi schon 100% ist? Sagen wir, du machst noch ein paar Kunstköder oder machst eine Futtermische. Und du hast ja, naja, man startet die ja auch. Momentan ist es ja gebunden auch an den Fähigkeiten. Wenn du eine Futtermischung herstellst, genau, geht ja die Happy Hour auch los. Also wie vorhin schon erwähnt, die Happy Hour ist halt auch immer ein hottes Thema in den Gesprächen. Und inwiefern die genau noch weiterentwickelt wird, wird sich zeigen. Naja, aber wenn man mal ehrlich ist, also einen Kunstköder muss man jetzt nicht zwingend machen, um damit die Happy Hour auszulösen. Und bei der Futtermischung, ja, wie lange dauert das? Das sind irgendwie 5 Sekunden oder so. Klar. Sag mal, der größte Kritikpunkt ist ja der, man geht, sagen wir mal, irgendwo 4 Stunden Lauben stippen und danach willst du halt den richtigen Brocken ziehen. Das ist ja der richtige Punkt. Das heißt, du hast die erste Stunde natürlich fürs Laubenstippen schon verballert, um dann erst richtig ans Eingemachte zu gehen. Das heißt, du müsstest halt planen, dass du einen Tag vorher die Lauben schon stippst, ne? Und dann halt auf Weißlachs gehst, wenn die Happy Hour. Weil viele wollen halt die Happy Hour immer natürlich so gut wie möglich nutzen halt, ne? Klar. Dass sie halt wirklich so viel XP machen, wie halt geht, ne? Ich verstehe das ja auch. Nur am Ende des Tages, wir müssen halt irgendwo auch die Balancing-Schraube ansetzen. Da wird jeder, der sich in diese, der im Kopf versucht, diesen Rollenwechsel zu machen und sich selber in diese Programmiererposition versetzt, irgendwo muss halt auch einfach, es ist am Ende des Tages ja trotzdem noch ein Videospiel und Videospiele müssen halt irgendwie ein Balancing haben. Und das sind halt solche Schritte in die Richtung. Wir versuchen das schon so fair zu machen, wie es geht. Man darf auch nicht vergessen, wofür eigentlich ursprünglich die Happy Hour gedacht war. Die Happy Hour hat sich über die Jahre halt so entwickelt, quasi von der Spielerseite aus, dass es halt essentiell ist. Ah, meine Happy Hour war scheiße. Da hätte ich aber lieber die Trophäe gehabt. Ursprünglich von unserer Seite aus war es so geplant, eine Happy Hour einzuführen für die Spieler, die eben nicht viel Zeit haben, wenn sie Premium haben, dass sie etwas schneller ihre Fähigkeit leveln können, etwas schneller vorankommen mit der XP. Dafür ist die Happy Hour ursprünglich geplant. Und den Effekt hat sie ja auch immer noch, ne? Also Spieler, die nur eine Stunde am Tag Zeit haben, die sind nicht mehr so abgehängt wie vor Einführung der Happy Hour. Natürlich ist es immer noch was anderes und natürlich profitieren davon alle und wenn man danach nochmal 6 Stunden reinpowern kann, dann hat man halt trotzdem noch andere XP-Zuwächse, aber ein Stück weit funktioniert das ja so, wie es soll. Da war doch gerade noch was Interessantes. Ach ja, genau. Gibt es eigentlich Fische, also neben den Raubfischen, die auf Futter nicht anspringen? Nochmal, Entschuldigung. Gibt es Fische, die auf Futtermischung nicht anspringen? Also abgesehen jetzt von sagen wir mal, ja, Hecht und Co. Ja, ja, also Raubfische, ne? Fische, die jetzt nicht mit ihrem Geruchssinn arbeiten. Genau. Ja. Also gibt's da noch andere? Baltischer Stör zum Beispiel, wo würde ich auch keine Futtermischung reinwerfen. Oder so Aal? Oder ja, macht das Baltischer schon Stör ist ja schon auch ein olfaktorischer Fisch. Und Aale arbeiten auch viel über Olfaktorik. Also so Klassiker, wo es keinen Sinn macht, sind alle Arten von Forellen, Zander, Saiblinge, sowas, genau. Ja. Hier war noch eine Frage bezüglich Account-Sharing und Multi-Accounts. Also ihr könnt mehrere Accounts haben und auch spielen. Account-Sharing ist verboten. Und dann machen wir auch alle Accounts dicht.
Ja, also man darf nicht seine Daten an andere weitergeben. Ne? Das ist auch nichts, was wir uns für R4 ausgedacht haben, sondern das ist generell, so, das geht nicht. Das geht aus Datenschutzgründen nicht. Und da haben wir auch gar keinen Spielraum bei solchen Entscheidungen. Genauso, was halt auch verboten ist, was viele auch nicht wissen, Makros, ne? Selbstgeschriebene Makros, zum Beispiel zum Kaffee trinken oder halt buddeln oder ne? Also Autoclicker ist ein sehr beliebtes Tool, genau, zum Beispiel. Genau. Vermeidet solche Sachen. Und auch bitte Reshade-Sachen. Ich weiß, dass manche Leute das einfach nur benutzen, um tatsächlich ein paar Shader übers Spiel drüber zu legen, damit es schöner aussieht. Das Problem ist, dass ein Reshade auch immer Dinge machen kann, wie das Wasser ausblenden und solche Sachen. Also bitte benutzt auch keinen Reshade. Das ist keine endgültige Account-Sperre, da lassen wir auch nochmal mit uns reden. Aber im ersten Moment wird der Account erstmal geblockt und wer da keine Einsicht zeigt, der kann tatsächlich auch deswegen den Account verlieren. Also bitte seid da vorsichtig. Hagi fragt auch noch hier, Hagi ist ja unser Match-Routen- ne, Deutschlands Matchrouten Nummer 1, ne? Oh ja. Der fragt gerade, ob die Matchroute mal wieder ein bisschen Liebe kriegt, das Matchroutenangeln. Ja, Hagi ist vor allem auch der größte Anwalt fürs Matchangeln. Ja, ich weiß, Hagi, ich bin bei dir, da muss noch ein bisschen gebalanced werden. Wo wir gerade bei den Posen sind, mal eben gucken, wo ist er hin? Da ist er Buckellachs und Atlantischer Lachs. Irgendwie eine Chance da drauf auf Stippe oder Pose? Auf Buckellachs? Ja, Buckellachs und Atlantischen. Mit der Stippe ja, mit vielleicht mit Laich oder mit diversen Insekten, ja. Okay. Aber nicht so effizient. Auch das ist was, wo ich persönlich, aber ich designe das Spiel nun mal nicht alleine, mir auch noch ein paar Anpassungen wünschen würde, aber mal schauen. Auch nochmal zwei Fragen. Einmal wegen, also jetzt nicht wegen dem Sale oder so, sondern wegen den Rabatten im Shop halt, wo mal Rollen und Routen und so angeboten wurden. Also im Angeschäft. Diese werden immer spezifisch mal gesetzt und sind dann auch mal nicht im Shop vorhanden. Also es ist, wie gesagt, hin und wieder sind sie verfügbar. Es gibt aber auch immer eine Zeitspanne, wo sie nicht erhältlich sind. Und die andere Frage war noch, ob das Jerken noch mal ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird. Also nicht bloß verhechtet, sondern halt auch mal generell, dass man ein bisschen mehr fängt mit dem Jerken jetzt mal abgesehen. Die Jerkbaits funktionieren halt tatsächlich besonders gut auf Hechte, einfach weil sie sehr oberflächennah laufen und meistens auch eine gewisse Größe haben. Es gibt auch andere Wobbler, die ich eigentlich auch noch zu Jerksbait rechnen würde, zum Beispiel diese berühmten, diese Devil, Tobi, wie heißen die, von Rapala oder von Spro, diese kleinen Devil-Teile. Du meinst die Shuttle Wraps oder so? Ja, ganz genau, die eigentlich keine Tauchschaufel haben, aber die man ja auch extrem tief führen kann. Also so einen Köder kann ich im Prinzip grundnah führen, aber eigentlich per Definition ist das trotzdem noch ein Jerkbait. Die hätte ich schon auch noch gerne im Spiel. Ja. Stickbaits haben wir quasi jetzt mit unserem letzten Update mit reinbekommen schon. Ne? Sie werden halt nicht als Stickbait dargestellt, aber die letzten Walker, wenn man sich die anguckt, das sind eigentlich Stickbaits, kann man schon sagen. Und ja, die laufen auch relativ solide am Koori, auch an der Yama. Und auch mit neuen selbstgemachten Ködern, also ich kann das hier nochmal zeigen, wird hier nochmal irgendwas ausgebaut. Weil das ist ja eigentlich schon seit Anfang an hier drin, ne? Die Liste. Die gibt's ja schon seit Beta-Start. Die Handmaids, ja. Da wurde nichts erweitert. Da nochmal was? Was? Da wurde bisher noch nichts erweitert. Nee, aber ist das vielleicht in Zukunft? Durchaus, ja. Durchaus denkbar. Nur noch mal ganz kurz, weil da Rückfragen sind. Also, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass, wenn ihr die Maus gleichzeitig drückt, dass das irgendwie den Makroalarm auslöst. Diese Indikatoren, die springen an, wenn da über große Zeiträume auf die Millisekunde immer das gleiche Muster erfolgt. Das könnt ihr mit gar nicht nachahmen ohne Automatisierung. Also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Genau das Gleiche ist,
Joy-to-Key, Controller ans Laufen zu bringen, das könnt ihr ruhig machen. Das funktioniert zwar nicht besonders toll, vor allem in den Menüs, aber das ist jetzt nichts, wo es Probleme mit gibt. Alles, was das Spiel in irgendeiner Form manipuliert, da haben wir eben Systeme, die dann anschlagen. Jetzt fragt nochmal gerade einer, ob man später auch, wenn denn das Meeresfischen vielleicht irgendwann kommt, dass man dann mit den Multirollen oder auch mit den Conventional-Rollen, ob man da vielleicht dann auch mit Köfi beim Meeresfischen jetzt auf dem Boot irgendwie, oder also halt mit größeren Ködern, sag ich jetzt mal Thema Heilbutt. Ne? Mhm. Das ist ja eine ganz andere Rubrik. Also es genau. Kann gut möglich sein, dass ganz andere, wenn es dann mal so weit sein sollte, dass andere Routen, Rigs und so weiter dann da rauskommen. Auch ich habe die Frage gelesen hier mit Leber und anderen organischen Ködern. Sowas würde ich immer offen halten, weil je nachdem, was für ein Gewässer oder auch was für Fischarten reinkommen, vielleicht auch neue Rigs, kann es immer gut möglich sein, dass auch die Köderpalette erweitert wird. Unabhängig, ob das jetzt Kunstköder oder auch Naturköder sind. Ja. Naturköder und Dips in Kombination. Die Kartoffeln ja, schön reindippen. Wäre cool. Gute alte Knoblauchdip und so. Jo. Ja. Nochmal eine Frage, die mich auch interessiert, weil mit dem Numlock, ne? Das nennen ja viele Autodrill, ne? Ist das gestattet? Ja klar, das ist ja eine Funktion deiner Tastatur. Du kannst jetzt genauso gut, was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, Glas auf die Taste stellen oder so. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist immer, wenn man irgendwas komplett automatisiert. Wenn das jetzt einfach nur eine Taste halten ist, um den Fisch reinzukurbeln, das ist ja eine Funktion, die ist in der Tastatur gegeben letztendlich. Ne? Aber wenn ihr irgendwelche zusätzlichen Funktionen einfügt, die, weiß ich nicht, den Auswurf oder so mit automatisieren und solche Dinge, da stammt es. Ein gutes Beispiel. Sagen wir mal, du hast hier so eine Makro-Tastatur von Logitech oder sonst wen, ja? Und du hast da so eine Aufnahmetasten meistens dann auch mit bei. Und nimmst der zum gewissen Bewegungsablauf auf. Der theoretisch, wenn du den selber machen würdest, würdest du den normal spielen und dann machst du den aber anders. Und durch diese Aufnahmefunktion wiederholt sich das kontinuierlich. Und das ist dann ein Makro. Das muss nicht. Zum Beispiel, ich wollte nur ganz kurz, wie zum Beispiel jetzt mit der Jig-Führung. Beispielsweise, ja. Auswerfen, einkurbeln, warten, auswerfen. Genau. Also alles, was euch ermöglichen würde, vom PC wegzugehen und den die Nacht durch angeln lassen zu lassen oder so. Ne? Das ist ja einfach, das wäre ja auch, wenn das ein Singleplayer-Spiel wäre, kein Problem. Aber wir haben halt Bestenlisten und sowas. Und das muss ja schon irgendwie auch fair bleiben. Und wenn das dann Leute so hart abusen mit Makros, das ist halt einfach nicht Sinn der Sache. Deshalb müssen wir da auch mit einer gewissen Härte gegen vorgehen. Ich habe halt, wie gesagt, einige bei mir im Discord, denn, ne, also früher halt, die haben halt dann gesagt, ja, ich nutze Makro hier mit der Jigfilm, habe ich zu denen, habe ich auch gewarnt und habe gesagt, ja, ihr könnt dafür an den Strafsee kommen, wenn ihr Pech habt. Strafsee? Ne, bei Makros gibt's kein Pardon. Nee, da okay. Ist der Account weg. Okay. Und das ist auch echt schmerzhaft, wirklich einen Level 45 Account dicht zu machen. Das ist, das kommt zum Glück nicht oft vor, aber das ist kein Spaß. Und das wünsche ich auch keinem. Also bitte lass das einfach. Ja, ja. Da muss man halt, ja. Also ausdrücklich Fremdprogramme zu nutzen, gerade welche DLLs und so im Spiel eingreifen, als auch Makros, da ist der Account weg. Okay. Ja. Bei Reshade machen wir hin und wieder nochmal ein Auge zu, mit Strafsee beispielsweise, aber Makros ist Feierabend. Den Strafsee gibt es aber noch, ne? Der ist ja ganz normal noch drin. Ja, der wird nur nicht mehr ganz so oft besucht, sagen wir es mal so. Und das ist auch gut so. Ja, das Arne, das geht bei allem. Das ist egal, ob du Kaffee kochst, ob du Tee kochst, ob du hier Jig-Führung machst, das ist egal. Das gilt bei allem. Ne? Solange du Makro nutzt, das gilt bei allem, Arne. Sei vorsichtig. Wird irgendwann mal die Grenze des Silbers wieder aufgehoben, so ein wenig mehr, wenn man Turniere spielt pro Tag? Das heißt, man kann ja nur mit Silber, was sind es? Zweimal oder 50 Silber sind es, ne? Am Tag? Erst eine Überlegung wert, dass ein Problem in der R4 ist, das ist ja, ich habe das im letzten Stream schon mal gesagt, man kann das insofern mit Sport vergleichen, als dass es wirklich Leute gibt, die echt gut sind in dem Spiel, die auch so viel Erfahrung haben, dass sie solche Turniere relativ regelmäßig gewinnen. Und wir wollen dann auch vielleicht Leute, die da vielleicht nicht so gut sind, dann. Naja, letztendlich ist es die eigene Entscheidung, ob ich bei so einem Turnier mitmache oder nicht. Aber die Frust,
das Frustpotenzial ist schon hoch, wenn man da jetzt, weiß ich nicht, 1000 Silber reinballert oder so und dann aber immer wieder auch von den gleichen Leuten irgendwie dann rund gemacht wird. Mal gucken. Jetzt fragen gerade einige, ob es einen Ehrenfischer am Strafsee gibt. Nein. Man kann da nicht viel machen, ehrlich gesagt. Wenn einer von euch dahin geschickt wird, ihr könnt auch keine PNs schicken, ihr könnt keine Chat-Aktivitäten. Also ich glaube, ihr könnt den privaten Chat zwar noch lesen, wenn ihr in einem seid, zum Beispiel in einem Community-Chat, aber ihr könnt da nicht schreiben. Morpheus, da ist es echt kacke. Also wir haben ganz viele Leute, die sagen, ich will unbedingt an den Strafsee und dann bist du da 2 Minuten und sagst, ja, war eine kacke Idee, bitte schick zurück. Das ist echt nicht gut. Beste Frage. Was ist mit dem Gerücht, je mehr gebrochene Routen, umso eher kriegt man die Don Trophy? Das stimmt natürlich. Das stimmt, ne? Habe ich auch so gehört, ja. Das ist gut, ja. Übrigens, weil da eben mal die Frage war, ob die VK-Seite auch für deutsche Spieler oder für Spieler in anderen Regionen interessant ist. Ja klar, das ist die vermutlich am besten gefütterte Datenbank aktuell. Nein, ich widerspreche. Ich würde sagen, kommt auf unserem Discord. Wir haben einen globalen Trophäen-Channel. Ja, das ist übrigens tatsächlich der Hinweis. Die andere Datenbank, die mittlerweile nah dran ist, ist tatsächlich unser neuer globaler Trophäen-Chat. Also guckt euch das an. Das funktioniert echt super. Das funktioniert auch deutlich besser als erst gedacht. Da ist echt richtig Action. Hier ist der deutsche L4-Discord, habe ich euch mal reingepostet. Und da geht ihr einfach auf Trophy International. Ne, und da habt ihr auch alle Hinweise. Genau, der ist mit allen anderen Regionen verbunden und egal in welcher Region jemand eine Trophäe postet, die wird dann halt überall geteilt. Man sieht dann auch, von welchem Discord quasi der Spot gepostet wurde und man kann da drinnen auch mal eine Rückfrage stellen. Das steht dann immer von DE oder EN beispielsweise oder PL. Also Austausch ist da drinnen auch möglich. Allerdings nur auf Englisch, Zeit. Muss man sagen. Ja, genau. Flaschenbier, ja, das wird nicht passieren, dass man sich irgendwann sehen kann. Das ist nicht geplant. Ne. Also außer vielleicht in kleinen Grüppchen. Ja. Ach so. Das wirklich mit einschränken. Also das ist die Chance nicht sehr hoch, muss man ehrlich sagen. Dein eigenes Equipment umbenennen, dass du quasi einen Z-Namen gibst, sage ich jetzt mal hier Karpfen... Sowas? Okay. Also quasi so eine Art Template-Funktion im Inventar, wo man dann meinetwegen hier Zander-Set und dann aufbauen und ausrüsten etc. Mhm. Hört sich gut an, auf jeden Fall. Hatten wir denn noch irgendwas in den Listen? Gab es da noch irgendwas? Mit den Köderfischen, die Stück für Stück vergammeln, dass die vielleicht mal länger haltbar sind. Ja, du hast ja eben schon eigentlich eine ganz elegante Lösung dafür angesprochen, ne? Sowas vielleicht wie eine Kühltruhe oder so. Das wäre schon krass, ne? Wenn man das machen könnte. Ich meine, das ist ja im Real Life auch so, ne? Gehst ein paar Rotaugenstippen und wenn du dann auf Hecht gehst, tauchst du die einfach vorher auf und gut ist. Kettlebell, hat der überhaupt einen Sinn? Im Haus am Moskito? Aktuell nicht, aber lass es mal im Zelt oder so. Okay. Das Bügeleisen? Mhm. Okay. Ebenso. Haben Markerrouten und Spotrouten eine Scheuchwirkung? Nein. Nein. Futterrakete, warum kann man so eine 10er nicht auch mit 5 Bällchen befüllen? Balancing. Okay, oder. Zu kompliziert. Ja, gut. Beziehungsweise dann die Futterbällchen konnte man ja vorher verwenden, auch mit der Futterrakete. Ja, das ist ja, das gesamte System ist ja umgeändert worden. Ja. Überhaupt diese Differenzierung zwischen Trockenmischung und Nassmischung und so, die gab es ja vorher nicht. Und einfach, da es jetzt für alle Arten von Futtermischungen eine Möglichkeit gibt, die auszubringen, differenzieren wir jetzt zwischen den einzelnen. Okay. Also Cosmetics und Anpassungen des Equipments, das ist auf jeden Fall geplant. Dann so ein Editor für Montagen oder auch hier LED-Core selber basteln und solche Sachen. Ja. Customization ist auf jeden Fall ein interessantes Thema im Allgemeinen, würde ich sagen. Weitere Premium-Vorteile, schwieriges Thema, weil wir immer alles auch frei zugänglich machen wollen. Also das Premium soll attraktiv genug sein, aber es darf auch gleichzeitig nicht zu mächtig sein. Deshalb bewegen wir uns da vorsichtig. Auch da haben wir natürlich aber auch schon im letzten Jahr Anpassungen vorgenommen, beispielsweise mit der Cachergröße, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Also auch, wir versuchen natürlich da auch immer nochmal Anpassungen reinzubringen.
weil es immer wieder aufploppt, warum fangen die Leute aus anderen Ländern dickere Fische als wir in Deutschland? Das ist definitiv nicht so. Das ist das Hirn, was einem eine eigene Theorie, die man hat, bestätigen will. Wenn ich mir sage, ich gehe davon aus, dass die Kollegen in Russland oder wo auch immer mehr Fische fangen und ich achte darauf, dann findet mein Hirn dafür Bestätigung. Das ist aber nicht so. Es liegt daran, dass die deutlich mehr Spieler haben, als wir zum Beispiel hier in Deutschland. Und dadurch sind einfach deutlich häufiger Spieler aus diesen Regionen in den besten Listen. Und man muss auch ganz klar sagen, ich sag mal, wir machen ja auch Turniere, ja, wo nicht nur DE included ist, da sind ja auch viele andere Regionen mit inbegriffen. Und die deutsche Region ist da oft sehr, sehr weit vorne. Absolut. Ihr seid nicht wahnsinnig beliebt bei den internationalen Kollegen. Das muss man auch mal sagen. Im Gegenteil. Also es ist oft so, dass dann halt bei den anderen Regionen die Kritik kommt, die Deutschen gewinnen eh immer die Turniere und sowas. Also für unsere Spielerzahl sind wir schon gut dabei, Leute. Da brauchen wir uns wirklich nicht zu verstecken. Nochmal eine andere Frage, weil ich schon öfter mal gehört habe, dass Chinesen teilweise mit 7 Accounts gleichzeitig angeln. Ne, dass die sich quasi gleichzeitig halt einloggen. Ja, entweder du erlaubst Multi-Accounting oder du verbietest es. Und wenn du es erlaubst, dann musst du es in aller Konsequenz erlauben. Und wenn du es verbietest, dann auch in aller Konsequenz. Und was wir halt gelernt haben, ist, dass erstens, dass es wahnsinnig schwer ist, das zu verbieten. Einfach weil es weil es da wahnsinnig viele Tricks gibt, um zu verhindern, dass wir das überhaupt nachweisen können. Und am Ende des Tages, weiß ich nicht, wer daran Spaß hat, wer daraus irgendwie seine Bestätigung im Leben zieht, der soll das machen. Wir können es eh nicht verhindern, also haben wir uns gesagt, dann sagen wir lieber, okay, Multi-Accounting ist okay, denn es gibt ja auch viele Leute, die das sinnvoll nutzen, ne? Die einfach sagen, keine Ahnung, ich möchte nochmal das Early-Game erleben oder was auch immer, und deshalb haben wir das jetzt so entschieden. Ja, aber sonst müssen wir halt alles dicht machen. Hier Feierabend hat das ja auch mal mit mehreren Methoden gemacht, ne? Posen-Account, Grund-Account, Spinning-Account, sowas macht, kann ja auch Spaß machen, und wenn wir sowas verbieten würden, müssen wir halt alles verbieten. Und am Ende des Tages, Maggi, na klar ist die Chance höher, dass du als Spieler jetzt mit 6 Accounts einen seltenen Fisch fängst, aber der ist ja nicht, das ist ja irgendwie auch nur was wert, wenn das in einem Account gebündelt ist. Weißt du? Letztendlich, wenn das verstreut ist auf 5, 6 verschiedene Accounts und du dann mal da mal vielleicht einen Preis bekommst oder so, am Ende des Tages ist es ja nicht wirklich. Am Ende des Tages, was den auch den Ruhm erzeugt, ist ja der eine Account. Das weiß keiner besser als du. Ne? Der eine Account hat Wert, der, wo auch dann die anderen Leute draufschauen und sagen, ja, okay, der weiß offensichtlich, was er tut. Und wenn das verstreut wird auf viele kleine Accounts, ist das am Ende des Tages irgendwie auch nichts wert. Ja, eine Frage dazu nochmal, wenn man jetzt also mit einem Account aber an verschiedenen Rechnern, Orten zockt, könnte das Theater geben? Ich würde auf jeden Fall aufpassen, solange es nicht im gleichen Netzwerk, also sage ich mal, du spielst ja zu Hause und dann auf der Arbeit, das sind ja unterschiedliche Systeme, da würde ich aufpassen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen gleichzeitig ist ein bisschen kurios, das macht keinen Sinn, und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Account-Sharing betrieben wird. Und da greifen wir wiederum durch. Ja. Gut. Gefragt hat noch jemand, wird es irgendwann vielleicht so Twitch-Events geben, also so mit Twitch-Drops oder sowas? Wir gerade noch ausführlich diskutiert, warum nicht? Funktioniert das technisch eigentlich alles gerade hier gut mit diesem mit dieser Art von Stream? Ja, ne? Jo. Also, oder? Wieso? Ja. Also einfach von der Anzeige wegen dem Squad-Stream jetzt, meinst du? Ja. Ja, Leute, was sagt ihr zu dem Squad-Stream? Kommt ihr damit klar oder seid ihr jetzt eher Feierabend oder einzeln oder nutzt ihr jetzt auch diese Squad-Stream-Funktion jetzt? Also ihr wisst ja, ihr könnt unten bei links neben dem Abo-Button ist der Squad-Button und da könnt ihr quasi in den Squad-Modus umschalten. Okay. Ich finde das eigentlich ganz cool. Also ich habe auch schon überlegt, das wäre auch zum Beispiel eine coole Lösung, wenn man jetzt irgendwie ein Turnier live streamt und so und dann auch wirklich zwischen der Action immer hin und her springen kann und so. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ja.
Lysex-Fett-Betonung hier auf den Rekorden. Ich sag mal, wenn jemand da sich hinstellen möchte und mit 5 Accounts irgendwie in den Rekorden reinkommen möchte, kann er es machen. Aber du musst ja auch bedenken, er investiert die Zeit mit 5 Accounts dann, um irgendwie da reinzukommen. Du nutzt dann die Zeit mit einem Account, hast dadurch deutlich mehr Spielzeit auf deinen einen Account und dadurch auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, in den Rekorden reinzukommen, als wenn du mit 5 Accounts. Weil du kannst nicht 5 Accounts gleichzeitig bedienen mit aktiven Fischen. Das geht semi AFK mit Grundrouten vielleicht, aber beim Spinfischen funktioniert das ja nicht. Beispielsweise. Aber es ist ja zum Beispiel erlaubt, ich sitze ja zu Hause vor einem PC, habe jetzt meinetwegen meinen Hauptaccount an und gehe nebenbei noch Stippen meinetwegen auf Goldköder. Wenn du sagst, zum Beispiel hier, gutes Argument war mit dem Beluga-Fischen, da kommt lange Zeit kein Biss. Dann kann man seinen Hauptaccount auf Beluga abstellen und meinetwegen nebenbei dann mit einem Low-Level-Account spielen oder was anderes machen, klar. Okay. Aber sobald dann ein Beluga beißt, was machst du? Du spielst überwiegend dann und drehst den Fisch. Ja, natürlich. Ja, also, klar, natürlich. Okay, dann hätten wir das Thema ja auch durch. Ja. Konzentriert euch auf einen Account, das macht auch mehr Spaß. Ja, auch wenn man anfangs halt ein bisschen Mist gebaut hat. Ne? Es ist ja nicht so, dass man halt gar nichts davon hat. Oder man, viele kommen halt in den Levelbereich um die 20 und sagen, ja Mensch, ich habe anfangs so viel Mist gebaut, ich fange lieber nochmal neu an. Wir hatten da einen, ehrlich gesagt, vor einer Weile hatte ich einen Spieler gehabt, der war schon Level 35 und wollte auf Pardon seinen Account löschen, weil er 5 Routenbrüche zum Beispiel hatte. Und ihm hat das in den Statistiken nicht gepasst. Passiert, aber ich glaube, die Zeit, die man halt auch investiert hat, man verbindet ja auch viele gute Erinnerungen. Jo. Auch wenn dann 5 Routenbrüche passiert, mein Gott, das sind halt ein paar Statistiken. Ja. Das gehört zu jedem guten Account, gehört irgendwas Gebrochenes dazu, das ist einfach so. Auf jeden Fall. Ich sage ja auch, wenn ihr jetzt meint, ihr habt falsch investiert, ne? Ich sag mal, wenn ihr jetzt Kunstköder gekauft habt und ihr wart jetzt halt mehr Spinning und ihr wollt, meint jetzt, da wäre ich mal lieber Grundfischen gegangen. Die Kunstköder habt ihr ja trotzdem. Ja. Die habt ihr ja gekauft, die sind ja nicht weg. Ne? Nur weil ihr euch jetzt vielleicht nicht aufs Grundfischen konzentriert habt oder so. Also ich würde mir da auch keine Platte machen an eurer Stelle. Wenn ihr Level 20 seid, auch wenn ihr keinen Silber mehr habt. Es kommt ja wieder rein, ne? Das ist klar. Und auch nochmal übrigens der Hinweis. Das Spiel ist ganz klar aufgeteilt in 3 Etappen. Early Game ist bis Level 20. Da hat man nichts. Da gibt es in den Shops manchmal Sachen nicht und so. Das ist die Phase, in der die Leute lernen sollen, wie die Mechaniken funktionieren, mit kleinem Equipment Drills überstehen sollen. Und auch in gewisser Weise dieser Immersionsfaktor, der den Rollenspielanteil von ER4 ausmacht. Am Anfang stehst du da mit deinem Faustschwert und kannst nichts. Und dann kommt die Phase ab Level 20, das Midgame, da ist alles verfügbar. Das ist die Phase, in der man sein Equipment ausbaut. Und dann auch letztendlich eigentlich anfängt, allen Herausforderungen gewachsen zu sein. Und dann ab Level 35 ungefähr ist das Late Game, das ist, wo das Silber richtig reinkommt. Also macht euch da auch nicht immer so einen Stress. Und wenn ihr irgendwelche Streamer seht oder so, die seit 4 Jahren oder 5 Jahren das Spiel spielen, na klar haben die das Porsche Equipment und haben die Kohle, aber das liegt daran, dass sie da wahnsinnig viel Zeit rein investiert haben. Das kommt bei euch auch. Macht euch keinen Stress. Genießt die Reise. Und das Equipment ist bei weitem nicht der wichtigste Punkt in dem Spiel. Man muss wirklich ganz klar sagen, Erfahrung überwiegt hier. Weil jeder erfahrene Spieler, auch mit Level 40 plus, könnte sich mit den Anfängergear da quasi hinstellen und wird trotzdem seine Fische fallen. Ja? Einfach weil er weiß, wie das Spiel funktioniert. Fangen höhere Level, größere Fische. Da kann ich dir halt nur sagen, die höheren Level fangen wahrscheinlich bessere Fische wie du, weil sie einmal PVA haben. Damit locken sie halt auch größere Fische an, auch mehr Fische. Dann haben sie wahrscheinlich auch Punkte in der Skillung. Ne? Also jetzt nicht, weil das Level höher ist, sondern einfach, weil die halt mehr geskillt sind, mehr Möglichkeiten haben anzufüttern, mehr Skillpunkte drin haben und so weiter. Die Prozente im Baum machen am meisten aus. Also wenn du zum Beispiel neu anfängst, hast du 0% in jedem Baum. Wenn du dann Level 20 bist, hast du vielleicht schon 30-40% und fängst dadurch im Schnitt auch schon mal mehr maßige Fische. Je mehr nach vorne du kommst und wenn du einen High-Level-Spieler hast, der hat Spinfischen, Grundfischen und Co. auf 100%, selbst ungeskillte Montagen,
bewirken dann mehr Fische im Verhältnis gegenüber jemandem, der da 1-2% drin hat. Das ist automatisiert so mit im System drin. Wenn du dann zusätzlich noch die Skillpunkte setzt bei den Rigs, hast du nochmal ein bisschen höhere Chancen, da maßige Fische und Co. zu fangen. Dann kommt die Erfahrung dazu. Leader, also Vorfächer, Haken. Mhm. Weil genau. Wenn du jetzt einen einfachen, günstigen Haken hast, der hat nicht so eine gute Haarqualität, die Fische schlitzen schneller manchmal aus. Da sind viele Sachen, die mit reinspielen. Man kann das mal ausprobieren, wenn sich ein Level 40er da hinstellt mit dem gleichen Equipment, wird der High-Level-Spieler im Schnitt mehr Fische fangen, mehr maßige, als der Low-Level-Spieler, einfach aus dem Grund, dass er halt die Sachen geskillt hat und auch die 100% schon in dem Baum zur Verfügung hat. Genau, die 100% machen halt auch was aus. Da gab es auch die Frage, zum Beispiel jetzt mit der Legacy TI hast du ja hier 7% Grundfisch mehr. Das macht ja auch schon ein bisschen was aus. Auf jeden Fall. Das heißt jetzt nicht, dass man Level 18er oder 19er keine Trophäe fängt. Ja, also es gibt auch einige gute Low-Level-Spieler, die wissen, was sie schon machen und fangen auch ihre Trophäen. Es geht überwiegend wirklich um die Frequenz und um die maßigen Fische im Schnitt. Ja, also du fängst mehr maßige Fische, je höher du kommst in dem jeweiligen Baum. Mhm. Und dementsprechend ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal eine Trophäe beißt, etwas höher. Das heißt aber nicht, dass ihr mit Level 10 keine Trophäe fangen könnt. Jetzt fragt gerade jemand wegen Forellenteich und oder Forellenpuff und Salmonidenteich. Ich denke, das nächste Gewässer, das wurde ja, wie gesagt, Anfang des Jahres, wurde ja von dem russischen Community Manager sozusagen bestätigt, dass ein Gewässer kommt, was mal wieder Grundfischen in den Fokus stellt, aber nicht jetzt unbedingt Karpfen. Und das ist natürlich die große Frage, was gibt es denn überhaupt noch für Fische? vielleicht noch ein paar Störarten oder keine Ahnung. Also, ja. Also ich sag was mal, gibt es noch für Fische? Wollen wir das mal detailliert auflisten? Ja, so schön auf eine Liste können wir ja nicht auflisten. Ja, also schön große Unmengen an Fischarten. Stimmt schon. Also bei den Friedfischen, da wird es im Süßwasser tatsächlich langsam eng. Also wo wir noch echt viel Spielraum haben, ist bei Salmoniden. Da, ja, und dann natürlich halt die Gewässerarten, die überhaupt noch nicht angewöhnt wurden. Und im amerikanischen, asiatischen, weltweiten Raum, da gibt es halt auch noch viele Friedfischarten. Genau, Thailand. Ist jetzt Amazonas, ne zum Beispiel. Ich habe das jetzt auf weltweit bedingt gemeint. Ja. Ich meine ja nur, ja klar, also es gibt natürlich, du hast ja in Amerika ganz... Da gibt es noch viele Menge andere Fische als oder Südamerika, Thailand. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass er viel vielleicht nicht ganz so Sprünge macht. Nochmal Feierabend, sag mal nochmal. Wenn wir davon ausgehen, dass die Sprünge vielleicht nicht so ganz groß international auf einmal werden, sondern vielleicht eher mal das nähere Umfeld vielleicht... Ja, genau. Wie seht ihr das eigentlich? Wollt ihr jetzt noch weitere Gewässer in Russland bringen oder wollt ihr vielleicht später die Welt? Beides. Beides. Also das Ding ist halt, Russland ist halt, und da habe ich auch volles Verständnis für unsere Programmierer, die ja auch daherkommen und der gesamte Bereich da, das ist halt ein Traumrevier, ne? Einfach weil das so unglaublich verlassene Gegenden teilweise sind. Das ist natürlich unendlich spannend und deshalb werden auch weiterhin russische Gewässer rauskommen. Aber wir möchten auf jeden Fall auch reisen. Bass angeln. Da sagt der Huchen, wären interessant. Wir haben doch schon Huchen im Spiel. Der Timon ist ein Huchen. Genau, also, Timon ist ja Huchen. Genauso, aber auch da gibt es halt mehr Varianten, das stimmt schon. Und außerdem gibt es ja schon ein Gewässer, was an ein französisches Gewässer angelehnt ist. Das ist halt der Bernsteinsee. Genau. Ne? Bernsteinsee ist jetzt kein Gewässer, was jetzt russisch spezifisch ist. Absolut nicht. Also im Gegenteil. Solche Seen sind in Russland überhaupt nicht verbreitet. Das ist ein klassisches französisches Karpfengewässer. Ja. Ich fände auch zum Beispiel irgendwie vielleicht mal so eine Streetfishing-Map ganz cool in einer Stadt oder sowas. Wäre auch mal eine Überlegung. Ja, wie Amsterdam zum Beispiel. Amsterdam, genau. Die genau. So, ja. Genau. Das ist ja auch cool. Ja, da gibt es also so viele Möglichkeiten. Wir haben ja heute so viele Dinge auch schon diskutiert. Also im Grunde ist es fast endlos erweiterbar. Ne? Ja. Also, Thema Kunstköder so hatten wir, glaube ich, schon. Ne? Erweiterung, dass es da vielleicht noch mehr gibt oder ob da irgendwie was mal geplant ist. Welches Thema? In Richtung Kunstköderherstellung. Achso, ja, denke ich schon. Ja. Also es ist halt ich glaube, ihr könnt abhängig euch, von den Gewässern. Ja. Ich vermute zum Beispiel auch, wenn es Fliegenfischen denn irgendwann drin ist, dass man vielleicht
also ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, aber dass man vielleicht dann halt auch die Fliegen selber herstellen kann. Ne? Also könnte sein. Davon vielleicht. Würde ich mal ausgehen, ja. Einfach, weil das ja auch ein hochspannendes Thema ist. Das ist ja eine Wissenschaft in sich und das bietet sich ja in so einem Spiel wie R4 auch wirklich an. Mhm. Ist es geplant, dass der Kaluga auch mal auf Barsche und so weiter beißt? Also du sprichst auf den Kaluga-Stör von der Yama an, gehe ich mal von aus. Momentan beißen die Kalugas da auf Jigs beispielsweise, auf Blinker hin und wieder. Ist aber schon schwieriger. Ich würde das eher mit größeren Jigs mal probieren, die neuen Augen. Und ich glaube, das waren die Schmälen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Sorry übrigens, wenn wir Fragen überlesen. Das ist echt eine Menge. Einfach nochmal schnell. Ja, Steffi hat das hier schon reingepostet, ne? Den Hinweis, ne, dass wir nicht auf jede Frage eingehen können. Ne? Wir haben hier auch zwei Chats, das muss man noch dazu sagen. Ja, ja, weil, ne, wie gesagt, und sind wir gerade mit Feierabend zusammen. Und es sind eben auch viele Fragen, die eigentlich vielleicht auch vorhin schon gestellt worden sind. Wie gesagt, am besten die Fragen nochmal im Forum stellen. Da gibt es ja einen extra Bereich oder auch in den Discords. Da wird mit Sicherheit auch, die Fragen, die halt schon genannt worden sind, die werden beantwortet. Und natürlich, es wird wahrscheinlich auch Videos geben, bei dir wahrscheinlich auch, genau. Ne? Genau. Genau, also ich werde den Stream auch, so wie er jetzt ist, wahrscheinlich auch 1:1 so hochladen. Oder ich mache drei Teile draus irgendwie so, ne? Also ihr könnt den ganzen Stream dann auch auf YouTube nochmal gucken. Und wir machen das auch öfter, wenn ihr da Lust drauf habt. Auf jeden Fall. Meinetwegen sehr gerne. Ja, auf jeden. Infos, ne? Infos rausziehen. Ja. Infos sind wichtig, ne? Ja, es ist halt, das Problem bei einem Angelspiel ist, also Spieler sind es aus anderen Spielen gewohnt, dass du eine klare Metaebene hast, ne, wo es um Zahlen, um harte Fakten geht. Bei einem Angelspiel muss immer auch dieses gewisse Mysterium darf man halt nicht zerstören, ne, weil das halt so ein wichtiger Teil vom Angeln ist. Deshalb manche Fragen, die ihr stellt, die können wir auch einfach oder beziehungsweise die möchten wir gar nicht beantworten, weil das ist einfach der Teil von so einem Spiel, wo es wirklich auch darum geht, individuelle Erfahrungen zu sammeln. Und das ist auch das, wo man sich dann tatsächlich ein Stück weit abheben kann von anderen Spielern. Also wenn das jetzt Leuten wichtig ist, in den Ranglisten zu sein, manche dieser Fragen oder die Antworten auf manche dieser Fragen sind genau der Grund, warum manche Leute erfolgreicher sind. Und das soll auch so sein. Nee, genau. Wöchentliche Rekorde für die Einzelnen. Rekorde für die einzelnen Gewässer war ja schon wegen den Datenbanken alles sehr schwierig, ne? Ja. Zu sehen, wie werden das, da gab es noch andere Überlegungen, zu sehen, dass man die Gewässerrekorde nicht nur am eigenen Gewässer sieht. Also, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, wie am Café klickst du halt jetzt auf ein anderes Gewässer. Ja, Überlegung wert. Ja. Weil es ist ja immer die Frage, welche Köder brauche ich jetzt vielleicht? Ich gucke mal in die Rekorde rein. Und die Köder sind halt dann vor Ort meist ausverkauft, ne? Das ist tatsächlich auch nichts, was den Druck auf die Datenbank erhöht, sondern einfach nur ein bisschen Menübastelei. Muss man mal gucken, ja. Ja, diese Idee mit dem Fischpuff kommt immer wieder auf. Wir haben auch schon mal überlegt, ob man vielleicht zum Beispiel so ein Gewässer hätte, was losgelöst ist von XP und Silber, ne? Was einfach so ein Action-Gewässer wäre oder so, wo man halt hingeht, um, keine Ahnung, was weiß ich, wirklich einfach nur große Forellen zu pumpen oder so. Aber irgendwie passt das auch alles nicht so richtig gut in unser Spiel. Aber mal schauen. Man müsste das auch ziemlich limitieren auf Leih-Equipment etc. pp., dass man da auch mit dem Silber, das muss kalkuliert werden, oder ob man da überhaupt Silber bekommen kann. Sowas kann halt ziemlich immersionsbrechend sein für ein Spiel. Systemrelevante Dinge, immer raus mit den Fragen, Melvin. Ob das in dem Spiel überhaupt Spaß macht. Also warum man im Real Life an Forellenpuff geht, ist klar. Aber ob das im Spiel, wenn das dann losgelöst wäre und wenn das eigentlich auch nichts bedeutet, die Erfolge da, ob das dann wirklich Spaß macht, ob da wirklich jemand hingehen würde, kann sein, dass der Aufwand da nicht im Verhältnis steht. Du, was sagst du jetzt, 19 Uhr noch oder wann wolltest du ungefähr? Ja. Also ich würde, Leute, ich sage euch jetzt schon mal, ich bin dann nämlich auch weg. Ich hoste dann zu Feierabend drüber, ne? Ich glaube, du bleibst ja noch online feiern, ne? Ja, ein bisschen geht noch, ne? Ja, ein bisschen geht noch, dann könnt ihr bei Feierabend noch mal ein bisschen entspannt. Wir können ja gleich vielleicht noch ein entspanntes Wettangeln machen, auf den kleinsten Fisch oder so. Genau, dann macht ihr entspannt noch bei Feierabend den Sonntag ausklingen lassen.
Genau, und wie gesagt, ansonsten raus mit den Fragen. Alles, was man halt auch schreibt, bleibt natürlich noch ein bisschen länger. Das ist auch viel besser zu sehen als halt nur in dem Chat. Und dann gucken wir, dass wir halt dann da auch noch die Fragen wieder beantworten können. Super. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank auf für die Zeit. Gerne, gerne. Vielen Dank auch fürs Zuschauen und für eure Fragen. Ganz schönen Abend euch, Chat. Was auch immer der sonst bringt. Danke auf jeden Fall nochmal auch an den ganzen Chat für die ganzen Fragen, dass ihr auch so aktiv gefragt habt, auch dass ihr öfter gefragt habt, sodass eine Frage nicht unbedingt dann untergeht. Danke auch an meine Mods auf jeden Fall. Danke auch an das RF4-Team, dass wir heute das zusammen machen durften. Ne, danke auch an Feierabend. Ja, danke für den Host direkt. Ja, mache ich jetzt gleich. Ja, ich mach schon mal. Ja. Dann macht den entspannten Sonntag und ich würde sagen, wir hören uns, wir sehen uns. Klasse, genau. Macht okay. Tschüss. Tschüss. Petri heil, schönen Sonntag noch. Jo, ciao. Danke, tschüss.